Herzlich willkommen zu unserem vierten deutsch-italienischen Webinar. Heute geht es um Nulltoleranz für Steuerbetrug, Steuerdumping und Geldwäsche. Wir haben ein wunderbares Webinar heute, unter anderem mit dem EU-Kommissar Paolo Gentiloni, mit dem Professor Tito Boeri und wir organisieren es wieder zu dritt, Alexandra Gese, Sven Giegold und ich, Franziska Brandner. I switch now to English, just to make announcements. We have nur Englisch kurz, um eine Ankündigung zu machen. Wir haben nämlich Dolmetschung und die Dolmetschung, die finden Sie auf Interpretation an und auf Ihrem Bildschirm. Und dort können Sie die Sprache einstellen, die Sie brauchen. Wir haben kein Koreanisch, aber es ist Italienisch. Das heißt, der koreanische Kanal, da finden Sie die italienische Dolmetschung. Das hat nichts mit uns zu tun, das ist unser Fehler. Sie können Fragen stellen und Sie können das in der Q&A-Session machen. Und Sie können auch eben was aufschreiben und wir werden das dann eben aufnehmen. Ovviamente in tedesco e in tedesco. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu unserem Event. Ich werde Ihnen nur ein paar technische Angaben jetzt liefern und dann übergebe ich das Wort wieder an Franziska über und Franziska Brandner. Also, wenn Sie italienische Übersetzung wollen, dann müssen Sie auf Interpretation oder auf Interpretation und Traduzione gehen, auf Dolmetschung, und dort finden Sie die Sprachen vor. Deutsch, Englisch und Koreanisch. Denn auf Zoom haben wir keinen italienischen Kanal. Also das ist nicht unser Fehler, es tut uns auch leid. Und dasselbe finden Sie auch oben rechts, wenn Sie auf einem Tablet arbeiten. Dort haben Sie die drei kleinen Pünktchen. Und da finden Sie auch Dolmetschung vor und die Sprachen und Koreanisch. Koreanisch für eine perfekte Dolmetschung ins Italienisch. Sie können natürlich auch teilnehmen an diesem Webinar, und zwar aktiv teilnehmen. Sie können Fragen stellen. Und falls Sie das Wort ergreifen wollen, dann müssen Sie auf die kleine Hand klicken und dann werden Sie eben gebeten, Ihre Frage zu stellen und das können Sie dann direkt machen. Oder Sie können auch schriftlich Ihre Fragen stellen, und zwar haben wir Q&A und dort können Sie Ihre Frage reinschreiben. Benutzen Sie diesen Kanal aber nur für Ihre Fragen. Denn sonst können Sie eben die Chat benutzen für alles andere. Ich bitte Sie zu berücksichtigen, dass dieses Webinar aufgenommen wird. Wenn Sie also eine mündliche Frage stellen wollen, dann werden Sie natürlich auch gehört. Das heißt, man hört dann auch Ihre Frage in der Aufnahme, und berücksichtigen Sie das bitte. Und dann noch etwas, denn heute geht es ja unseren neuen Appell. Also wenn Sie ihn noch nicht unterzeichnet haben, dann tun Sie es bitte. Und Sie können neben das auch in der Chat machen. Und dann noch ein allerletztes. Wenn Sie irgendetwas Interessantes hören, wenn irgendwas Sie inspiriert, dann erzählen Sie den Leuten auf den Social Media, was es war, erzählen Sie eben allen das, was Sie gerade erleben hier. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Event. Ja, herzlichen Dank, Alexandra, für die Ansagen auf Italienisch. Wir reden heute in Italienisch und in Deutsch, aber es gibt auch Dolmetschung ins Englische. Deswegen nicht überraschen, warum es einen englischen Kanal gibt. Keiner von uns wird Englisch reden, aber wir wollten, dass es auch für all jene, die weder Deutsch noch Italienisch können, heute zugänglich ist, deswegen heute ausnahmsweise auch auf Englisch. Ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Wir diskutieren heute den zweiten sozusagen Nachfolgeaufruf zu unserem ersten deutsch-italienischen Aufruf. Und es geht darum, wie wir jetzt in Europa konsequent Steuerbetrug, Steuerdumping und Geldwäsche bekämpfen können. Und einer der Gründe, warum das relevant ist, ist natürlich, dass wir ja irgendwann auch diese Schulden zurückzahlen müssen und dass wir auch in Zukunft finanzielle Spielräume für die öffentliche
öffentliche Hand in unseren Mitgliedsländern, aber auch auf europäischer Ebene brauchen. Und wir wollen, dass das gerecht und fair geschultert wird. Und dadurch, daher ist diese Idee für den Appell schon in unserer ersten Diskussionsrunde entstanden. Das erste Webinar, was wir hatten, deutsch-italienische, da kam diese Idee auf, hatte viel Widerhall schon in der ersten Diskussionsrunde. Und seither haben sich Sven Giegold und andere daran gesetzt, Tito Boeri, Wirtschaftsprofessor aus Italien, und haben diesen Aufruf formuliert. Er ist schon von über 60 öffentlichen Personen aus Italien und Deutschland unterschrieben und erst unterzeichnet. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie alle mit unterzeichnen, ihn verbreiten über soziale Medien, in Ihren Netzwerken ihn verbreiten, damit wir hier auch wirklich öffentlichen Druck aufbauen können. Der Link dazu, den finden Sie im Chat. Der wurde gerade nochmal aufgezeichnet. Es geht um 5 konkrete Punkte und wir haben heute Abend jetzt die Möglichkeit, diesen Aufruf gemeinsam zu diskutieren mit dem italienischen Kommissar Paolo Gentiloni. Herzlich willkommen, herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind heute Abend. Sie haben knapp eine Stunde Zeit für uns. Der Tagesablauf eines Kommissars ist sehr tight und deswegen sind wir sehr dankbar dafür, dass Sie sich diese Zeit für uns heute Abend nehmen. Der Ablauf des Abends ist so, dass Tito Boeri und Sven Giegold kurz die Punkte des Aufrufes skizzieren. Dann wird Paolo Gentiloni darauf reagieren, seine eigenen Ideen einbringen. Dann nehme ich gerne Ihre Fragen auf. Sie können Ihre Fragen bei Q&A, also bei den Fragen und Antworten, gerne schriftlich stellen. Sie können sich auch melden, wenn Sie Ihre blaue Hand heben bei Participants. Dann rufe ich Sie dann in der zweiten Fragerunde auch gegebenenfalls gerne auf und stelle Sie auf laut. Und in der ersten Fragerunde nehmen wir die ersten schriftlichen Fragen auf. Dieses Webinar wird aufgezeichnet und von daher, wenn Sie nachher nicht Ihr Bild sehen wollen, können Sie das natürlich auch gerne sagen. Wir haben jetzt jemanden im Chat, der das Ganze ausnutzt, aber das werden wir auch gleich regeln. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass wir heute Abend die Möglichkeit haben. Mein Name ist Franziska Brandner, ich bin europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. So, jetzt kommen wir zu dem Aufruf und ich darf an dieser Stelle Tito Boeri vorstellen. Er ist in Italien bekannt, er ist ein sehr renommierter VWLer, wie man bei uns sagt, also Ökonom. Er hat seine Doktorarbeit am New York Institute of Economics absolviert. Er war dann Leiter bei der OECD für die Abteilung der Economies in Transition, also sozusagen der Transformationsländer. Er war dann Professor an der Università Bocconi. Seit 2014 ist er Präsident des Nationalen Instituts für soziale Sicherheit. Außerdem berät er nicht nur die EU-Kommission, IWF, ILO, italienische Regierung, Weltbank, sondern ist auch sehr aktiv darin, ökonomisches Wissen breiten zugänglich zu machen durch Webseite und Publikationen. Und das ist das, wo Sie mir bekannt geworden sind, dass Sie wirklich versuchen, das ökonomische Wissen zu übersetzen und zu einer breiten, dadurch Diskussion auch beizutragen. Ich glaube, das ist sehr wichtig und ich freue mich darauf, dass Sie jetzt als erstes kurz den Aufruf vorstellen, danach kurz Sven Giegold und dann kommt Paolo Gentiloni, den ich danach natürlich auch noch richtig vorstelle. Herr Boeri, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. So, dieser Bezug aufs Koreanische ist was etwas Unnatürliches, denn wir haben natürlich auch in der Vergangenheit etwas mit Fußball was zu tun hatte. Aber ich möchte natürlich Professor Gentiloni danken für die Möglichkeit, dass er hier bei uns ist. Und ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken für die Unterstützung, nicht nur für Ihre Teilnahme, sondern für die Unterstützung dieses Appells. Wir haben mehr als 2000 Unterzeichnungen bisher gesammelt und sehr qualifizierte Unterzeichnungen. 2 Worte eigentlich nur, um zu versuchen, das Ganze etwas zu erklären, warum wir diese Initiative überhaupt ergriffen haben. Wir wissen nicht, wie der Aufschwung wieder sein wird, wie das Recovery sein wird, dieser Krise, in der wir wirtschaftlich stecken. Einige sagen, es
wird ein sehr steiler Anstieg sein. Andere sagen, dass es eben ein langsamer Aufschwung sein wird. Aber etwas wissen wir ganz bestimmt, dass wir aus dieser Krise anders herauskommen werden, als wie wir sie begonnen haben. Die Pandemie hat natürlich die Leute am meisten betroffen, die ein geringeres Einkommen haben. Und dann auch diese wirtschaftliche Krise hat mehr die Leute getroffen, die eben schon geringere Gehälter hatten. Diejenigen, die weiterhin arbeiten konnten durch Smart Working, das sind meistens Leute, die schon von vornherein eben höhere Gehälter hatten. Die Leute eben, die geringeres Einkommen haben, die haben diese Möglichkeit nicht gehabt. Wenn also, oder besser gesagt, die 20%, die am ärmsten sind, davon haben vielleicht 10% am Smart Working teilgenommen und bei den anderen sind das 40% ungefähr. Also eine Krise, die eine asymmetrische Auswirkung gehabt hat, es hat nichts nivelliert und hat dann die kleinen Unternehmen stark getroffen, viel mehr als in anderen Rezessionen. Eine Krise, die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt natürlich gehabt hat. Normalerweise hat es immer ein bisschen mehr Zeit gebraucht, bevor es dann zur Arbeitslosigkeit kam. Aber das ist nun ein Trend. Und dieser Trend ist eben, dass eben der Anteil an Einkommen aus Arbeit zurückgeht. Und der Anteil, der sich erhöht, der erhöht sich dank eben großer multinationaler Unternehmen, Superstar-Unternehmen, die eben einen höheren Anteil der nationalen Einkommen für sich erwirtschaften. Und Europa hat also gedacht, dass man sich auf Solidarität setzen muss. Es sind wirklich schlimme Momente. Man spricht von einem Hamilton-Moment, eben etwas, was auf europäischer Ebene stattfindet. Und mit dem Recovery Fund wird eben die Europäische Kommission auch in die Möglichkeit versetzt, eben die Länder zu unterstützen. Damit diese Anstrengung auch dauerhaft bleibt, ist es unabdingbar, dass die Kommission eben stärker wird. Denn man kann diese Ausgaben nicht standhalten mit den Ausgaben der einzelnen Staaten. Deswegen muss eben die Bemessungsgrundlage erweitert werden auf europäischer Ebene. Und man muss eben auch eben bei den Verteilungsmechanismen eingreifen. Und die Europäische Kommission wird also die einzelnen Länder in die Rolle versetzen, damit eben diese Verteilungspolitik durchgeführt werden kann, um diese Ungleichheiten zu überwinden. Denn für die einzelnen Länder ist es unmöglich, eben die Krise zu überwinden auf sozialer Ebene, wenn man eben keine Möglichkeit hat, geholfen zu werden, um eben die Besteuerung eben etwas zu reduzieren. Wir haben 5 Vorschläge vorbereitet und Sven wird dann auch mehr ins Detail gehen. Die erste ist, dass wir einen gemeinsamen Mindeststeuersatz brauchen auf Unternehmenseinkommen. Hier gibt es eine multilaterale Initiative. Wir haben auch die Arbeit der OECD. Und sollten diese Bemühungen aber nicht eben zu Ende geführt werden, dann müssen wir auf europäischer Ebene eine Initiative ergreifen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist eben die Web Tax. Wir müssen eine digitale Besteuerung eben einführen, denn die Riesen des Webs müssen besteuert werden, dort, wo sie arbeiten, nicht wo sie ihren Sitz haben. Dritter Aspekt, eine Antwort auf die Dividendenarbitrage erarbeiten. Und zum vierten ist eben, dass eben auch die progressive Einkommensbesteuerung eben beibehalten werden muss. Denn diese Neuverteilung wird nicht nur
durchgeführt mit Transfers, sondern auch durch Besteuerung. Und dann müssen wir gegen die Geldwäsche angehen und somit ist es wichtig, dass es eine Initiative gibt, die auf europäischer Ebene von Europol und so weiter fördert, damit eben diese Geldbetrüge weniger werden. Die Tatsache, dass eben öffentliche Einnahmen so gesenkt werden, ist nicht richtig. Und ich hoffe aber jetzt, dass Sven weiter in die Einzelheiten eingehen wird. Ja, herzlichen Dank, Herr Boeri. Als nächstes Sven Giegold, Europaabgeordneter für die Grünen, Finanzexperte. Du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Tito hat die wichtigsten Punkte schon aufgeworfen. Ich will mich daher ganz kurz fassen. Herr Kommissar, vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir schätzen uns ja schon aus der gemeinsamen Arbeit. Und der Hintergrund unseres Aufrufes ist natürlich klar, der Aktionsplan, den Sie im Juli vorstellen wollen für den Bereich Steuern und dann auch die weiteren Maßnahmen, die in den Jahren folgen werden. Und da denken wir, dass es eine Reihe von zentralen Maßnahmen gibt, die die Kommission ergreifen sollte. Im Bereich der Unternehmensbesteuerung ist klar, da liegt ein anspruchsvoller Vorschlag der Kommission auf dem Tisch. Aber alles ist erstmal angehalten, weil wir auf die OECD warten. Wenn jetzt in der OECD wir bis zum Ende des Jahres keine Einigung, was die Mindestbesteuerung angeht, und die Aufteilung der Besteuerungsrechte, dann muss Europa eigenständig handeln. Ich denke, wir sollten keinen weiteren Aufschub gewähren, sondern eben sagen, wenn bis Ende des Jahres in der OECD wir zu keiner Einigung gekommen sind, dann brauchen wir einen europäischen eigenen Vorschlag für einen Unternehmenssteuersatz und brauchen die Beschleunigung bei der Arbeit an der gemeinsamen Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage. Was wir sofort tun könnten, ist den Beschluss zu fällen im Bereich der öffentlichen Steuertransparenz der Unternehmen, dass jedes Unternehmen, zumal dann, wenn es staatliche Hilfe beantragt, offenlegt, in welchem Land es Steuern bezahlt hat und Gewinne ausgewiesen hat. Das würde uns erheblich nach vorne bringen. Das gilt gerade auch bei den großen Digitalunternehmen, von denen ja einige in der Krise sehr profitieren konnten gegenüber traditionellen Geschäftsmodellen. Und umso mehr gilt hier, dass Europa darauf bestehen sollte, dass jedes Unternehmen öffentlich macht, wie viel Steuern in Europa in welchem Land bezahlt wurden. Und wir uns nicht mehr leisten können, diese Vorschläge, die die alte Kommission ja schon gemacht hat, jetzt weiter auf sich beharren zu lassen. Bei dem dritten Punkt geht es eigentlich um die Bekämpfung von harter Steuerkriminalität. Der Umsatzsteuerbetrug sind 50 Milliarden Euro pro Jahr in Europa. Und seit Jahrzehnten ärgern wir uns mit diesem Thema herum, weil die Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, sich zu einigen, wie sie denn nun aus diesem Problem heraus wollen. Und wir haben genau das Gleiche gesehen bei der Dividendenarbitrage, der größte organisierte Steuerraub in der europäischen Geschichte. Und auch hier gab es bisher keinen gemeinsamen Ansatz der Mitgliedstaaten. Hier gibt es auch noch keinen Vorschlag der Kommission, muss man dazu sagen, während bei der Umsatzbesteuerung die Kommission einen guten Vorschlag vorgelegt hat. In beiden Bereichen müssen die Arbeiten beschleunigt werden. Einmal durch einen Beschluss bei der Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung und durch einen eigenen Vorschlag der Kommission im Bereich der Dividendenarbitrage. Der vierte Punkt ist die Frage nach der Einkommensbesteuerung. Der Unternehmenssteuerwettbewerb hat schon viele Schäden angerichtet im Sinne von dem, was Tito Boeri am Anfang aufgeworfen hat. Aber wir sehen jetzt, dass der gleiche Druck, den wir aus der Unternehmensbesteuerung sehen und kennen, um möglichst niedrige Steuersätze, sich jetzt im Bereich der privaten Einkommensteuer übersetzt. Wir haben Länder, die vergeben goldene Staatsbürgerschaften an Menschen, die Geld bezahlen und dann hinterher in dem jeweiligen Land von sehr niedrigen Steuersätzen profitieren können.
Wir sehen aber auch, ich kann das hier nicht anders sagen, dass einzelne Länder zum Beispiel Pauschalbesteuerungen vornehmen. Auch Italien macht das übrigens, das muss man sagen, dass sie mit 100.000 Euro Einkommensteuer dabei sein können unter bestimmten Bedingungen. Wir sehen das Gleiche auch in anderen Mitgliedsländern, dass das Kapitaleinkommen, die sie im Ausland erwirtschaftet haben, im Land, wo sie dann ihren Wohnsitz erklären, gar nicht besteuert werden. Wir haben das in Malta, in Zypern und in Großbritannien, wo das ein wichtiger Punkt für die Brexit-Verhandlungen ist. Das heißt, wir müssen unbedingt verhindern, dass das Elend des Unternehmenssteuerwettbewerbs sich auf die private Einkommensteuer übersetzt. Und zu guter Letzt, das heißt, die EU-Kommission sollte einen Rahmen vorschlagen für die private Einkommensbesteuerung, um eben Missbräuche in diesem Bereich zu verhindern, während natürlich grundsätzlich die Kompetenz hier bei den Mitgliedstaaten verbleibt. Und zu guter Letzt finde ich eins auch wichtig, die Kommission hat starke Vorschläge gemacht im Bereich angekündigt im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche. Italien hat hier große Fortschritte gemacht. Ich wäre froh, wenn wir in Deutschland so strenge Gesetze hätten wie in Italien. Da wären wir schon mal ein bisschen weiter. Aber ein Punkt ist wirklich noch wichtig und der fehlt bisher in den Maßnahmen auf europäischer Ebene. Wir brauchen eine echte Finanzpolizei für die großen Fälle von Geldwäsche und Finanzkriminalität. Europol hat letzte Woche hier eine Einheit eröffnet, aber die ist von den Ressourcen so schwach, wir müssen da noch einen Schritt weitergehen, damit wir wirklich auf Augenhöhe mit den Finanzkriminellen auf europäischer Ebene agieren können. Und wenn wir in diesem gemeinsamen Geist aus Deutschland, Italien die besten Ideen und Kompetenzen zusammenwerfen, dann muss es uns doch gelingen, Europa diese Probleme zu lösen. Und insofern freue ich mich über diesen Austausch. Ja, herzlichen Dank, Sven, für die Vorstellung der 5 Punkte. Herr EU-Kommissar Paolo Gentiloni, es freut uns sehr, dass Sie bei uns sind. Die meisten kennen Sie natürlich als EU-Kommissar und als ehemaligen Premierminister. Wenn Sie mir erlauben, würde ich trotzdem noch 2 Sätze dazu sagen, dass Sie auch schon lange aktiv waren. Sie haben angefangen in der studentischen Bewegung. Sie haben aber durchaus auch Verbindungen zu den ökologischen Themen. Sie waren engagiert bei Lega Ambiente. Das vielleicht ist in Deutschland nicht so bekannt, aber für doch ganz relevant. Sie waren Mitgründungsmitglied bei der PD 2007, Minister für Kommunikation schon unter Prodi, Außenminister. Sie haben viel gesehen und jetzt freuen wir uns sehr, dass Sie diese Vorschläge kommentieren. Grazie. Ja, herzlichen Dank. Ich werde weiterhin Koreanisch sprechen. Wenn Sie alle einverstanden sind, dann werde ich also Koreanisch, sprich Italienisch sprechen. Also erstmal herzlichen Dank, denn diese Initiative ist sehr interessant. Was insbesondere in Bezug auf den Inhalt, die Anzahl der Unterzeichner und weil es eine deutsch-italienische Initiative ist. Und das ist meines Erachtens per se ein sehr nützliches Zeichen. Wir sind in einer schwierigen Situation, die es bisher nie gegeben hat. Wir laufen auch die Gefahr, dass die Folgen, die sozialen, wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise sehr schwerwiegend sein werden, wie Tito Boeri sagte. Krisen haben manchmal die Folge, soziale Unterschiede zu reduzieren, aber in diesem Fall scheint es also nicht eine Folge dieser Krise zu sein. Und für diejenigen, die ja eben als europäische Kommissare arbeiten, laufen eine weitere Gefahr. Und zwar, dass diese Krise diese Unterschiede in der EU noch weiterhin verstärken und dass eben auch eine der Säulen, und zwar die Konvergenz, eben in Frage gestellt werden. Vor einigen Tagen habe ich diesen Ausdruck benutzt, das heißt,
Nach der großen Rezession von vor 10 Jahren riskieren wir eine große Fragmentation der Europäischen Union. Und eine große Fragmentierung wäre sehr gefährlich. Auf europäischer Ebene müssen wir dennoch sagen, dass in einer kurzen Zeit, also in 80, 85 Tagen, seit den ersten Entscheidungen Anfang März, Entschlüsse getroffen worden sind, die wirklich beispiellos sind, die es noch nie gegeben hat. Wenn wir auf die Krise von vor 10 Jahren blicken, dann kann man nicht sagen, dass dieses Mal die gemeinsamen Institutionen, das Parlament, die Europäische Zentralbank, die Kommission, zu spät oder zu wenig reagiert haben. Nein, sie haben versucht, so schnell wie möglich zu reagieren und auch stark zu reagieren und haben auch den Mitgliedstaaten es ermöglicht, mit dem Dank des Stabilitätsmechanismus eben ihre Ressourcen auszugeben, die Unternehmen zu retten und so weiter und so fort. Aber wir wissen auch, dass da die Kräfte der Mitgliedstaaten nicht gleich sind, sondern sehr unterschiedlich sind, ist es so, dass eben diese größere Freiheit, eben die Kräfte auf den Markt zu bringen, dass diese eben paradoxerweise kompensiert werden muss durch paneuropäische Initiativen. Denn wenn wir das den Staaten alleine überlassen, dann ist das Risiko dieser großen Zerbröckelung eben noch größer, wird noch größer, anstatt sich zu reduzieren. Also positive Reaktionen der Mitgliedstaaten, aber es bedarf an europäischen Initiativen. Und diese hat es gegeben. In einer ersten Phase hat man an den Regeln gearbeitet. In einer zweiten Phase haben wir 400-500 Milliarden an vergünstigten Krediten zur Verfügung gestellt und dann eben dieser Recovery Plan. Und das ist eben euer Europe Next Generation, wird es genannt. Und unter dem qualitativen Gesichtspunkt muss ich sagen, ist der letztere Plan zusammen mit dieser kleineren Operation, die wir SURE genannt haben. Denn auch sie ist unter dem qualitativen Gesichtspunkt sehr interessant als Initiative. Aber der große Plan ist wirklich eine Wende und zerbricht auch sehr viele Tabus in Europa. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, das Ganze einen Hamilton-Moment zu nennen, denn vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten, bis wir diese Definitionen eben geben. Als Hamilton diese Entscheidung getroffen hatte, wussten wir wahrscheinlich nicht alle Folgen. Aber wir können sagen, es war eine wichtige Entscheidung unter vielen Gesichtspunkten, die beispiellos war. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich zu Ende führen. Wir haben eine parlamentarische Unterstützung, die sehr breit gefächert ist, die breiter ist als die, die die Europäische Kommission gewählt hat. Ich glaube, wir haben eine Situation innerhalb der Kommission, die sehr positiv ist, in Bezug auf die Konvergenz, in Bezug auf diese Ziele. Aber wir wissen auch, dass es unabdingbar ist, zu eben einem Beschluss zu kommen. Und in dieser Situation, die es noch nie gegeben hat, tja, ich kann mich noch erinnern, als ich dieses Abenteuer angefangen habe, und zwar im Oktober, November. Und diese Abenteuer, die beginnen immer mit den Hearings im Europäischen Parlament. Und bei der Vorbereitung der verschiedenen Hearings, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass Sven Giegold eben mich anspornte, eben in Bezug auf die Wichtigkeit des Themas Steuern und wie wichtig dieses Thema auch in den nächsten 5 Jahren in Europa werden würde.
Ich weiß nicht, ob er eben wahrsagerische Fähigkeiten hatte schon damals, aber die Realität hat das ja dann bewiesen. Also noch mehr als das, was Sven eben hervorgehoben hatte. Denn, wie auch Tito Boeri schon sagte, die Tatsache, dass man diesen Next Generation Fund entschlossen hat und dass man eben auf Eigenmittel setzte, auch der Europäischen Union und auch der Steuern, ist wirklich äußerst wichtig. Aber aufpassen, es soll keine Missverständnisse geben. Diese Wichtigkeit hat nichts damit zu tun, dass wir dafür zahlen müssen, was die Kommission von den Finanzmärkten sich leiht. Wir müssen also Steuern sammeln, um morgen eben das Geld zurückzuzahlen. Nein. Denn die Gelder, die die Kommission sammeln wird auf den Finanzmärkten, das sind Gelder, die zwischen 2028 und 2058 zurückgezahlt werden. Das sind also sehr langfristige Anleihen. Und die Finanzlasten sind ziemlich gering. Aber das Wesentliche ist eben die Architektur, ist das Konzept der Europäischen Union. Bezieht sich auf die Tatsache, dass im Moment, in dem du entscheidest, dass die Kommission anfängt, eine Haushaltspolitik zu haben, eine Steuerpolitik zu haben, die nicht nur auf Schwellen, mit Schwellen arbeitet, sondern auch mit wirtschaftlichen Ressourcen. In dem Moment muss man sich die Frage stellen und muss sagen, dass der europäische Haushalt nicht nur unterstützt werden kann durch die Anteile oder durch das, was die Mitgliedstaaten zahlen. Man muss Eigenmittel haben. Und die Kommission muss die Möglichkeit haben, auf die Finanzmärkte zu gehen, um die Gelder einzusammeln, die für Next Generation EU wichtig sind und nützlich sind. Das war also schon sehr bedeutend am Anfang meines Abenteuers. Und wie gesagt, auch dem Thema Steuern wurde eine große Bedeutung zugemessen. Und diese Wichtigkeit wird noch größer. Und mit diesem europäischen Vorschlag wird das Ganze noch mehr ins Zentrum gerückt. Und nur drei Bemerkungen möchte ich inhaltlich machen in Bezug auf die drei Problemgruppen sozusagen, mit denen wir uns beschäftigen werden, auch mit diesem Action Plan, mit diesem Aktionsplan in Bezug auf Steuern, den ich im Juli der Kommission vorlegen werde. Wir haben drei Themengruppen sozusagen. Die erste Themengruppe, und da setzt auch dieser Aufruf auf, ist, dass dass man in Europa eben somit eben auch weniger Schwierigkeiten haben sollte in Bezug auf die Bekämpfung des Steuerbetrugs, Bekämpfung der Geldwäsche, Verbesserung der administrativen Zusammenarbeit unter den verschiedenen Verwaltungen, Steuerverwaltungen natürlich, die Überarbeitung, die Revision des Verhaltenskodex, der die steuerlichen Verhalten regelt. Es gibt also eine ganze Reihe von Themen, eine ganze Reihe von Argumenten, die wir umsetzen können und die auch keiner großer Änderungen bedürfen. Und diese Änderungen müssen auch nicht unbedingt mit Einheitsstimmigkeit eben beschlossen werden. Denn vieles bedarf ja eben der Einstimmigkeit. Aber um eben die Einstimmigkeit eben zu überbrücken, braucht man Einstimmigkeit.
oder man benutzt ein Instrument, was wir noch nie benutzt haben, und das ist der Artikel 116 des Vertrags über die Arbeitsweise, sodass wir eben diese Beiverzerrung des Marktes eben anwenden können. Und aber der erste Block oder die erste Themengruppe Steuerbetrug, Verhaltenskodex und so weiter, das wird ein wichtiger Teil sein eben des Aktionsplans. Der zweite Teil betrifft die Besteuerung in der Umweltwende, in der Transition. Hier haben wir zwei wesentliche Listen. Zum einen die Revision der Richtlinie über die Besteuerung auf Energieebene. Ja. Und das ist eine Richtlinie, die es schon seit 18 Jahren gibt, also schon 18 Jahre alt ist. Und zum zweiten Carbon Burden Adjustment, also die sogenannte Carbon Tax. Ja. So heißt sie. Und diese wird sehr wichtig sein, eben weiterzuführen, trotz aller Schwierigkeiten. Und ich glaube, dass diese Entscheidungen auch eben mit der Umweltpolitik verknüpft werden müssen, die Kommission auch als Instrument vorschlagen wird, als Rechtsinstrument für das European Green Deal. Und die dritte Themengruppe betrifft diese beiden Steuern, die zur Verhandlung OECD G20 gehörte. Die erste Säule und die zweite Säule, das heißt einmal die digitale Besteuerung und zum zweiten der Mindeststeuersatz für die Unternehmen. Und ich glaube, dass es nicht einfach sein wird, Abkommen eben über diese zwei Vorschläge bis Ende des Jahres zu erreichen. Es gibt Schwierigkeiten, sowohl was die erste Säule betrifft, also die digitale, denn die USA haben einen eigenen Vorschlag unterbreitet, der anders aussieht als der, an der die OECD arbeitet. Und deswegen schauen wir eben auch auf diesen amerikanischen Vorschlag. Und dann eben in Bezug auf den Mindeststeuersatz haben wir große Schwierigkeiten mit großen Ländern wie China und so weiter. Und ich bestätige hier, das, was gesagt worden ist, auch in dem Brief der Präsidentin von der Leyen. Und das heißt, wenn wir in der Kommission keine globalen Einverständnisse erreichen über diese beiden Säulen, dann werden wir nächstes Jahr mit unseren eigenen Vorschlägen arbeiten. Es ist also eine sehr reiche Agenda, aber die Reaktion, die Antwort des Recovery Funds macht das Ganze sehr aktuell. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Übersicht, Herr Gentiloni. Ich habe eine ganze Reihe an Fragen für Sie. Und lassen Sie mich noch mal kurz einen Kommentar, der auch kam, hervorheben, dass natürlich Steuerdumping und Steuerbetrug auch durchaus unfair ist für kleinere Unternehmen, die das häufig nicht so gut ausführen können, wie natürlich auch die großen Unternehmen. Sie haben in Ihrer Einführung gerade noch mal gesagt, dass natürlich die Rückzahlung des Next Generation Fund erst 2028 anfangen soll, über einen langen Zeitraum gehen. Aber natürlich geht es ja darum, auch in der nahen Zukunft die finanziellen Spielräume unserer öffentlichen Haushalte zu garantieren. Und ich glaube, darum geht es uns auch hier allen. Trotzdem kam die Frage, warum so spät die Rückzahlungen. Ich glaube, das ist in Deutschland eine relevante Frage. Ein zweiter Punkt von Herrn Sturm war die Frage nach der Finanztransaktionssteuer. Sie war lange Teil der Debatte. Man hört es weniger. Was ist da eigentlich der aktuelle Stand dazu? Und dann gab es eine Frage. Sie haben gerade am Ende schon teilweise darauf geantwortet, aber vielleicht könnten Sie noch mal ins Detail gehen mit Blick auf die Minimumbesteuerung von Unternehmen.
Hier war die Frage, auch mit Blick auf den Haushaltsvorschlag, wurde das ja auch als eine neue Eigenmittelquelle auch aufgezeichnet, aufgelistet ist, was genau oder ob Sie schon Details nennen können, in welche Richtung das geht. Sie haben gerade gesagt, Sie erwarten es erst für nächstes Jahr, wenn man dieses Jahr international nicht weiterkommt. Vielleicht können Sie trotzdem noch mal etwas ins Detail gehen, was Ihnen da vorschwebt, wie das auszusehen hat. Ist es eine Richtlinie für Minimumbesteuerung? Was schwebt Ihnen da vor? Das waren Herr Rossa und Sarah Weiß, die diese Fragen gestellt haben. Und zum Ende eine konkrete Frage meiner Kollegin Lisa Paus aus dem Bundestag. Sie spricht die Ausnahmemöglichkeit an, die Italien gerade genutzt hat, mit Blick auf die Umsatzsteuer, um sie zentral zu registrieren und damit den Umsatzsteuerbetrug zurückzufahren. Was wir bis jetzt wissen, ist, dass das relativ erfolgreich ist. Und deswegen die Frage, ob das vielleicht als Modell dienen kann für die gesamte EU. Das ist eine ganze Reihe an Fragen, aber ich glaube, viele wollen davon profitieren, dass Sie gerade hier sind. Und ich freue mich auf Ihre Antworten. Ja, herzlichen Dank. Ich werde versuchen, auf alle Fragen kurz zu antworten. Die Reife eben dieser Kredite, dieser Anleihen, dieser Loans ist eine lange Zeit. Wenn man sagt, von zwischen 2028 und 2058 werden sie zurückgezahlt, dann bedeutet das, dass die Darlehen, die die Union den Ländern gibt, die eben diese Anleihen brauchen, und in diesem Fall ist es ja nicht so, dass alle Länder dieselben Bedürfnisse haben. Und das ist insbesondere interessant für die Länder, die Zinssätze haben, die höher sind. Denn einige Länder, wie zum Beispiel Deutschland oder andere Länder, die Möglichkeit haben, Ressourcen auf den Märkten zu sammeln, zu den gleichen Bedingungen oder sogar zu besseren Bedingungen als die Europäische Kommission. Aber die Europäische Kommission ist eine Institution, die ein AAA-Rating hat und somit eben Geld leihen kann zu sehr günstigen Bedingungen und auch eben mit einer langen Rückzahlzeit. Man hat viel darüber gesprochen, über einen Vorschlag, der unter anderem von einem Kollegen von Sven unterbreitet worden ist, vom Koordinator, und der dann von der spanischen Regierung angenommen worden ist. Das heißt eben, Perpetuals einzuführen. Das heißt eben, Geld zu leihen, ohne dass es zurückgezahlt werden muss. Und am Ende wurde aber das Ganze als nicht realisierbar angesehen. Wenn man also Geld leiht mit langer Zeit, dann hat man die Möglichkeit, also geringere Auswirkungen zu haben, weil die Last eben des Zurückzahlens geringer ist. Das bedeutet auch, dass es keine Auswirkung auf die nächsten Haushalte hat. Denn wenn ich sage, dass wir ausreichend innerhalb dieser Loan Resources arbeiten, dann können wir die Lasten so übernehmen, dass eben dank eben dieser langen Zeit diese Gelder zurückgezahlt werden können. Was die Finanzsteuerung anbelangt und die Finanzsteuern, Sie wissen, dass dieses Thema jahrzehntelang diskutiert worden ist hier in Brüssel. Wir haben es nicht geschafft, dieses Thema durchzubringen. Es gibt eine
Arbeitsgruppe von 10 Ländern, die weiterhin damit beschäftigt ist, im Rahmen der Kooperationen. Und diese Arbeit, und man kann darüber diskutieren, ob diese Art der Financial Transaction Tax, die diese Gruppe erarbeiten wird, das heißt diese kleinere Arbeitsgruppe, ob das wirklich die beste der Hypothesen ist. Ich glaube, dass es auf jeden Fall einen Schritt nach vorne sein wird. Und deswegen wünsche ich mir, dass in den nächsten Monaten man in den Ländern eben diese Kooperation, diese forcierte Kooperation zu Ende führen kann. Denn der deutsche Finanzminister, der setzt auch sehr viel drauf. Und ich werde alles versuchen, um das Ganze zu beschleunigen, denn die Kommission ist ja eine Art Facilitator in dieser Hinsicht. Und ich wünsche mir, dass man erste Ergebnisse erwirtschaften kann, damit man eben dann zum Ergebnis kommt. Ein erster Schritt wäre auf jeden Fall nützlich. Das dritte Thema. Ich bin davon überzeugt, dass wenn es um Volumina geht und, oder besser gesagt, wenn es um Einnahmen, Steuereinnahmen geht und wenn es darum geht, eben diese Fragmentierung einzudämmen, die Tatsache, dass es einen Mindeststeuersatz für Unternehmen gibt, die Konkurrenz unter den Ländern in der Union bremst, dass dies etwas Vielversprechendes ist, dass es etwas Wichtiges ist. Nicht, weil ich die Digital Tax unterschätze oder andere Besteuerungen, die wir in anderen Branchen einführen können. Aber in Bezug auf potenzielle Steuereinnahmen und auch Berichtigung eben der Risiken, der Unterschiede, die nicht akzeptabel sind zwischen den unter den Ländern, ist dieser Mindeststeuersatz vielleicht eine Priorität. Sie wissen ja, dass der Vorschlag von CCTB von der Kommission 2017 oder 2018 unterbreitet, dass das Ganze nicht auf Konsens gestoßen ist. Aber Sie wissen auch, dass als dieser Vorschlag nicht angenommen wurde, dass die Länder, die diesen Vorschlag nicht akzeptieren wollten, dass sie ihre Stellungnahme damit begründet haben, dass sie eine internationale Lösung suchen wollten. Das heißt, die Botschaft war also folgende. Es war nicht eine einfache Botschaft eines Stopps, sondern man hat der Kommission gesagt, anstatt einer europäischen Operation, lasst uns doch prüfen, ob es nicht eine globale Lösung gibt. Und in den USA gibt es einen Mindeststeuersatz für die Unternehmen. Und die Idee war also, lasst uns doch irgend sowas machen auf globaler Ebene. Warum nicht? Denn Doppelbesteuerung zu vermeiden wäre natürlich sehr nützlich, sowohl für die Unternehmen als auch im Digitalen. Denn das sind immer die besten Lösungen, die besten für die Unternehmen und die besten auch für das ganze internationale System. Aber, und das habe ich vor zwei, drei Jahren gesagt, wir sind nicht für diesen europäischen Vorschlag, sondern wir sollen eine globale Lösung suchen. Und wenn es die nicht geben wird, dann werden wir zurückkehren zum europäischen Vorschlag. Ja, für die gibt es nächstes Jahr dann eine Antwort auf dieses Bedürfnis. Und ich bestätige, dass wir alles daran setzen, diese Arbeit durchzuführen, was eben diese technische Arbeitsgruppe auch durchführt. Wir werden auch in Berlin in den nächsten Monaten uns treffen, um eine Lösung zu finden in Bezug eben auf die Diskussion innerhalb der OECD. Aber
Wir wissen es alle, dass es schwierig ist, eben einen Beschluss zu fassen, wenn im Wahljahr der USA, denn wir wissen, wie schwierig das ist. Und wenn also diese Lösung nicht möglich sein sollte, auch nicht für den nächsten italienischen Vorsitz des G20 nächstes Jahr, dann wird es so sein, dass die Kommission nächstes Jahr mit den Vorschlägen kommen muss. Super. Und dann kann man eventuell den italienischen Vorschlag ausweiten. Ja, da müssen wir noch ein paar Überlegungen anstellen in dieser Hinsicht. Herzlichen Dank. Ich habe noch zwei kurze Fragen, dann weiß ich, müssen Sie gehen. Und zwar eine Frage war konkret mit Blick auf Italien. Glauben Sie, dass der Recovery Fund noch rechtzeitig in Italien ankommen kann? Oder kommt er vielleicht wirtschaftlich gesehen zu spät? Und die zweite Frage, inwieweit wir die Gelder aus dem EU-Haushalt, dem Next Generation Fund, knüpfen können, wenn es um Unternehmensunterstützung geht, an die Offenlegung und an das sich rausziehen aus Steueroasen. Also inwieweit kann man dort die Kopplung noch hinbekommen? Teilweise haben es europäische Mitgliedsländer gemacht. Geht das rechtlich? Inwieweit ist das vorgesehen? Und eine Frage noch, die kam mit Blick auf die Unternehmensbesteuerung. Kann man das also in einer kleinen Gruppe an Mitgliedstaaten vielleicht anfangen, wenn nicht alle kommen? Refund. Mit Bezug auf den Recovery Fund. Wir nennen ihn ja jetzt den Next Generation Fund. Den müssen wir zu Ende führen, ja. Denn sicherlich ist es wie für viele neue Dinge eben eine Schwierigkeit. Und ich verstehe das voll und ganz. Man darf eben die Schwierigkeiten nicht aus den Augen verlieren, die es in einigen Ländern gibt. Aber nichtdestotrotz ist es eine mutige Entscheidung, die von der Europäischen Kommission getroffen worden ist. Und die muss beschlossen werden vom Rat. Und wenn der Rat, und das Wort wenn nehme ich mal weg, ich bin mir sicher, dass der Rat das Ganze beschließen wird, und zwar vor der Sommerpause. So haben wir diesen Fonds, der eben mit dem mehrjährigen Haushaltsplan verbunden ist. Und das Ganze geht also dann in Kraft ab dem 1. Januar. In den Kontakten zu den Mitgliedstaaten sind wir dabei, in diesen Wochen zu empfehlen, dass man anfängt, diese Pläne vorzulegen oder diese nationalen Pläne zu erarbeiten, die ja dann finanziert werden müssen, insbesondere durch den Recovery and Resilience Facility. Und wir haben darum gebeten, dass dieses schon im Herbst passiert, denn die Finanzierungen werden dann nur nächstes Jahr ankommen. Aber parallel kann man ja schon in den Mitgliedstaaten eben die Haushalte beschließen. Und somit eben sollte das eben einbeschlossen werden, damit es möglich wird, dass europäische Ressourcen wirklich für Pläne genutzt werden, die in die Zukunft blicken. Das bedeutet Investitionen für die Digitalwende, das bedeutet Investitionen fürs Green Deal, das bedeutet wichtige Reformen, um Ungleichgewichte zu korrigieren, die wichtig sind in den verschiedenen Ländern. Und daneben gibt es dann das normale Haushaltsinstrument, um die laufenden Ausgaben traditionell eben zu finanzieren. Also das Ganze parallel zu halten, ist meines Erachtens wichtig. Und einige dieser Instrumente, insbesondere die, die eben für die Unternehmen gedacht sind, die können meines Erachtens auch begleitet werden
durch Anreize zu tugendhaften Verhalten, zum tugendhaften Verhalten. Eins dieser neuen Instrumente, das sind jetzt alles neue Abkürzungen. Solvency Support Instrument ist dieses. Und dieses dient dazu, dass man finanziell Unternehmen unterstützt, denen es gut ging, die also gesund waren vor der Pandemie und die unseres und die auch strategisch sind für Europa und die nicht direkt von ihren nationalen Staaten unterstützt werden können, weil sie es nicht schaffen. Und diese Hilfeleistungen können ja auch verbunden werden mit einigen Anträgen. Und die Frau Verstagen, die Vizepräsidentin, hat diese Möglichkeit erwähnt in ihren Erklärungen. Natürlich auf der Grundlage bestimmter Bedingungen, Transparenz, Dividenden und so weiter. Und abschließend, ich kann mich nicht gut an die dritte Frage erinnern. Wie war nochmal die dritte Frage? Die dritte Frage war, inwieweit man vielleicht mit einigen Ländern vorangehen sollte, weil es vielleicht zu lange dauert, bis man die Einstimmigkeit hat. Sie haben ja schon erwähnt, dass es eine andere Möglichkeit ist, über 116 zu gehen, Artikel 116 als Alternative. Ich glaube, es geht um die Mehrheiten. Wie kriegt man Mehrheiten dafür? Was ich glaube, ist, dass der Artikel 116 etwas ist, was wir analysieren. Denn es gibt ja diese Riesenverzerrung der Regeln eben des einheitlichen Markts. Und dieser Artikel ist nie benutzt worden. Und das erste Mal, dass wir uns dafür entscheiden, ihn zu benutzen, muss das ein sehr klarer Fall sein. Was die Einführung eines Mindeststeuersatzes auf Unternehmen anbelangt, so glaube ich, dass dies politischer Arbeit bedarf in der Kommission, von Seiten der Mitgliedstaaten, des Parlaments, um eine Einstimmigkeit zu erzielen. Denn eine forcierte Kooperation wäre etwas Forciertes, wie gesagt, und das Ganze wäre eben ein Risiko. Denn insbesondere für die Staaten, die in denen kein unlauterer Wettbewerb eben besteht. Und wenn wir eine forcierte Kooperation anspornen bei Ländern, die wirklich positiv sich verhalten, wenn wir also einige Länder drin behalten und andere außen vor halten, die sehr aggressiv vorgehen, dann kommen wir doch zu keinem Ergebnis, nicht zu dem Ergebnis, was wir uns wünschen. Was wir brauchen, ist ein politisches Bewusstsein von allen Mitgliedstaaten. Und da wir haben auf eine globale Lösung, sollten wir uns dafür einsetzen, dass wir eben dieses gemeinsame politische Bewusstsein schaffen. Ich bin ab und zu für forcierte Kooperation, aber in diesem Fall wäre es nicht die angemessenste Lösung. Und nochmals herzlichen Dank. Ciao, Kommissario. Dafür zu erreichen, dass es politische Mehrheiten gibt, die das am Ende mit unterstützen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, viel Erfolg für Ihre Arbeit. Kommen Sie gut durch diese schwierigen Zeiten. Herzlichen Dank. Ein Online-Applaus für Herrn Gentiloni. Herzlichen Dank. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir haben jetzt noch sehr, sehr viele Fragen in der Zwischenzeit hier auch hineinbekommen. Ich mache jetzt eine kurze Antwortrunde mit Sven Giegold und Tito Böhl. Und dann nehme ich auch ein paar technische Fragen und nochmal ein paar Zahlenfragen. Also, wie viel Geld geht denn durch Geldwäsche verloren? Sven Giegold, Sie haben Dividend-Arbitrage erwähnt. Wie funktioniert das denn? Was ist das denn?
Können Sie das nochmal erläutern mit der Finanzpolizei? Was soll sie denn genau machen können? Welche Aufgaben haben sie? Und dann gab es Fragen mit Blick auf den Brexit. Sven, du hast es selber kurz erwähnt gehabt. Was bedeutet das denn? Wird es vielleicht to ban dealings by EU entities? Also wie gehen wir damit um, dass wir die Gebiete, die vielleicht jetzt sogar noch reingefallen werden nach dem Brexit, nicht noch mehr als Konkurrenz für unsere eigenen Tax-Bemühungen bekommen. Und dann gab es ein paar Fragen mit Blick auf Italien. Herr Boeri, vielleicht können Sie die beantworten. Mit den Verbindungen von Geldwäsche, Steuerbetrug, wie kann man das, was sind die Erfahrungen aus Italien und was können Sie auch als Empfehlungen für Deutschland geben? Es wird häufig gesagt, Italien sei Vorbild. Was ist denn vorbildlich? Das ist jetzt schon einmal eine ganze Reihe und dann waren noch ein paar technische Hinweise auf Berichte von TaxUt. Wie kann man die Einstimmigkeit im Rat mit Blick auf Steuern, kann man die überhaupt aufheben, unter welchen Bedingungen? Und Eva Lichtenberg hat gefragt, inwieweit man denn auch Strafen gegebenenfalls einführen kann, wenn man sich nicht politisch dran hält. Brigitte Young, eine starke deutsche Ökonomin, fragt, wie sie zu einer Vermögenszusatzsteuer stehen, einem Lastenausgleich, wie dies in Deutschland sowie in Japan in den 1950er Jahren gemacht wurde, in Höhe damals von 50%. Soweit eine Fragerunde. Sven, möchtest du anfangen? Ja, die Antwort auf solche Fragelisten ist natürlich immer 42. Alle, die Per Anhalter durch die Galaxis gelesen haben, wissen, wovon ich rede. Ich beginne mal damit. Dividendenarbitrage ist grundsätzlich der Versuch, dass man auf eine Aktie, einmal eine Dividendenertragssteuer abführt, sich zweimal oder mehrfach sogar eine die entsprechende Steuergutschrift ausstellen lässt, dadurch, dass die Behörden schlecht darin zusammenarbeiten, wo die Aktie eigentlich zu welchem Zeitpunkt wirtschaftlich liegt. Und wenn man mit sehr geschickten, betrügerischen Finanzmanipulationen arbeitet, rund um den Dividendenstichtag, dann kann man eben erzeugen, dass man, obwohl es nur eine Aktie gibt, tatsächlich mehrfach Kapitalertragssteuer erstattet wird. Und das ist auch ein Problem, was wir nicht nur in Deutschland hatten, sondern in rund einem Dutzend von EU-Ländern. Und trotzdem ist darauf bisher keine echte europäische politische Antwort erfolgt. Jüngst hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde auf meinen Antrag hin eine Untersuchung in Angriff genommen, nachdem sie anderthalb Jahre daran rumgedoktert haben und fast nichts festgestellt haben. Aber ich bleibe da dran. Die einfachste Lösung wäre, es gibt ein gemeinsames Register über die entsprechenden Aktien und dann kann man eben genau feststellen, wo lag welche Aktie und worauf wurde Kapitalertragssteuer gezahlt und wo wurden die Erstattungen getätigt und dann wäre alles gut. Aber ein solches europäisches Register haben wir bisher nicht und wir haben auch keine effizienten Informationsflüsse. Ja, die Finanzpolizei, was soll die machen? Die Grundidee ist, und da ist der entscheidende Punkt, dass man schon jetzt im Rahmen der geltenden EU-Verträge Europol mit dem Mandat ausstatten kann, grenzüberschreitende Ermittlungsteams zu bilden, die also tatsächlich zu einem Gegenstand europaweit ermitteln können. Und das haben wir bisher nicht. Sondern Europol koordiniert im Wesentlichen auf Anfrage der von betroffenen einzelnen Staaten europäische Ermittlungsarbeiten. Aber es ist nicht selber ermittlungsführend. Während die Verbrecher agieren europaweit, koordinieren wir uns, was die Sicherheitsbehörden angeht, lediglich. Bei der Staatsanwaltschaft haben wir jetzt für einige wenige Verstöße den Fortschritt, dass es tatsächlich eine europaweit ermittelnde Staatsanwaltschaft gibt.
Das gilt aber nur dann, wenn europäische finanzielle Interessen direkt berührt sind. Das Interessanteste daran ist der Umsatzsteuerbetrug, aber auch der Betrug mit EU-Subventionen. Aber was alle anderen Formen von grenzüberschreitender Kriminalität angeht, haben wir keine direkte europäische Ermittlungskompetenz, selbst wenn es eindeutig Großfälle sind. Und wir wissen eben aus den großen Finanzskandalen der letzten Jahre, dass zumindest ein Teil der Akteure waren immer international organisierte Banden. Und die können wir eben im Moment nicht europäisch bekämpfen. Ja, dann der Brexit. Ja, da gab es eine sehr kluge Frage auch schriftlich. Ja, natürlich war das so, dass Großbritannien ein bisschen der Schutzheilige der Steueroasen war. Es war, hat zwar innerhalb des Rates der Mitgliedsländer gar nicht die aggressivste Position gehabt, aber es war der mächtigste unter denen, die keine Steuerkooperation wollten. Jetzt scheidet Großbritannien wirklich leider aus. Aber das gibt uns jetzt die Chance, deutlich schärfer vorzugehen. Und in der Tat muss das Motto gelten, wenn Großbritannien nicht entsprechend klare Regelungen bei den Steuerfragen einzieht, sowohl in der City of London als auch in dem Ring von Steueroasen, die mit der City of London verbunden sind, dann kann es auch keinen freien Kapitalverkehr geben. Also die Freiheit des Kapitalverkehrs, die zwischen Großbritannien und der EU 27 muss abhängig gemacht werden von effektiver Bekämpfung von Steuerkriminalität und Steuerdumping in Großbritannien und dem Ring von Steueroasen. Franziska, am Anfang hattest du noch eine Frage zur Geldwäsche gestellt, die habe ich mir nicht exakt aufgeschrieben. Die Frage war einerseits, was ist denn die gemeinsame Definition von Geldwäsche? Und dann war die Frage eher, was könnte denn Deutschland von Italien lernen? Achso, ja, also gut. Italien hat erstmal schon seit langem eine Menge Ressourcen in der Mafia-Bekämpfung. Und in Deutschland gab es immer den Mythos, ja, Mafia, das ist in Italien, nicht bei uns. Das stimmt aber nicht. Sondern wir haben Deutschland ein sehr attraktiver Ort, sowohl für kriminelle Geschäfte, aber vor allem um die Erträge krimineller Geschäfte in Immobilien und in Firmen zu investieren. Und häufig wissen wir von der italienischen Polizei, die verfolgen irgendwelche Leute und dann ist Ende in Deutschland, weil man hier nicht mehr weiterkommt. Es gibt offizielle Beschwerden gegenüber Deutschland über die nicht funktionierende Geldwäscheverfolgung. Das ist alles hochpeinlich. Und zum einen hat die italienische Polizei und auch die Staatsanwaltschaft Spezialeinheiten, die vergleichsweise gut ausgestattet sind. Und zum anderen kommt aus Italien eben dieser Vorschlag, der in Deutschland jetzt leider abgemildert, nur aber immerhin ins Recht überführt wurde, dass die Beweislast umgekehrt wurde. Wenn also die Polizei Gewinn findet, Geld findet, oder die bei einem Verdächtigen und der kann nicht erklären, wie der nun zu dem ganzen Geld gekommen ist, dann muss derjenige beweisen, dass das Geld aus sauberen Geschäften kommt. Und das ist in Deutschland ganz lange eine heilige Kuh des Rechtsstaats gewesen. Immer ist der Staat beweispflichtig, nicht der Kriminelle oder der Verdächtige. Und da, ich sag mal, kleiner Scherz am Rande, unser AK3, der kriegt bei sowas wahrscheinlich auch immer im Bundestag etwas Schluck auf. Aber aus meiner Sicht ist das notwendig, dass man eben sagt, jemand, der über erstaunlich große Immobilienbestände, andere Vermögen verfügt, der oder die muss erklären können, wo das mal hergekommen ist. Aber unser Hauptproblem ist, wir haben eine Zentralstelle für die Meldung von Verdachtsanzeigen durch die Banken und auch durch andere. Die melden auch fleißig, aber diese Zentralstelle ist seit Jahren nicht in der Lage, diese Verdachtsanzeigen vernünftig zu bearbeiten. Und dadurch, dass ein Sicherheitsrisiko in großem Umfang sind Hinweise auf Kriminelle dadurch durch die Lappen gegangen. Und natürlich ist man damit auch ein Hemmschuh in der europäischen Zusammenarbeit. Also Beweislastumkehr ist ein ganz zentraler Punkt an der Stelle. Und da ist auch aus Sicherheitsgründen Schluss mit lustig, würde ich mal sagen.
Ja, herzlichen Dank. Herr Boeri, dann gebe ich noch mal ein paar der Fragen an Sie weiter. Das eine war vorhin das italienische Experiment mit Blick auf den. Haben Sie dazu Informationen? Wäre das ein Modell für die gesamte Europäische Union? Vielleicht wollen Sie noch mal etwas zur italienischen Geldwäschebekämpfung sagen oder zu der Frage nach einer Vermögenszusatzsteuer, Lastenausgleich. Was halten Sie davon? Brauchen wir das zur Finanzierung dieser Krise? Und dann gab es noch eine Frage. Wie soll man sicherstellen, dass in Italien die EU-Gelder, die jetzt kommen werden, auch wirklich für den Green Deal, also für eine zukunftsfähige Wirtschaft, ausgegeben werden? Ich freue mich auf Ihre Antworten und danach kann vielleicht schon mal, ich nehme dann dran, Gaetano Pazienza, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Verzeihung, Marco Boato, Monica Fassoni und Christina Simonini können sich schon mal so bereit machen, dass sie dann ihr Mikro anmachen. Ich nehme sie nach der Antwort von Herrn Boeri dran. Jetzt aber erst Sie. Ich glaube, dass Sven schon mehrere Fragen beantwortet hat, die mir gestellt worden sind. Und dafür danke ich ihm. Aber ich nutze die Gelegenheit, zwei Themen anzusprechen, die auch vorher mit dem Kommissar Gentiloni besprochen worden sind. Denn auch ich habe Botschaften bekommen, Fragen, was ist denn der Hamilton-Moment und so weiter. Das sind vielleicht eben historische Dinge, die nicht allen bekannt sind. Alexander Hamilton war ein Schatzminister sozusagen in den USA 1790. Und er war derjenige, der eben gekämpft hat für die eben Gegenseitigkeit eben der Schulden der verschiedenen Staaten. Auch damals gab es eben Widerstand, insbesondere von Virginia aus. Die waren völlig dagegen. Und dann gab es zum Beispiel Massachusetts, die das Ganze genutzt haben. Und das Ganze also erinnert so ein bisschen an eine Debatte, die es in Europa auch gab. Und dann hat man entschieden, eben einen Richtungswechsel einzugehen. Und das war eben ein großer Schritt vorwärts in den USA, was dann eben zu einer der großen Wenden geführt hat in den USA. Und man diskutiert gerade darüber, ob es in Europa was Vergleichbares gibt. Und ich glaube, es gibt viele Bestandteile, die wir haben. Aber wir brauchen eben steuerliche Kapazität der Europäischen Kommission. Das ist wichtig, denn sonst ist es so, dass wenn wir jedes Mal eben auf europäischer Ebene Programme finanziert werden müssen, und es gibt sehr viele Dinge, die auf europäischer Ebene finanziert werden müssen, dann müssen wir eine Art Verhandlung einführen mit allen Staaten. Wenn es also diese Fiskale, diese steuerliche Kapazität nicht gibt, dann schafft die Kommission es nicht, diese Initiativen zu planen. Und zum Zweiten muss man auch eben die Europäische Zentralbank entlasten, die eben auch eben Lasten auf sich genommen hat für diese Aufgaben. Und abschließend das Problem, was auch Gentiloni angesprochen hat, und zwar, dass eben diese Schulden langfristig sind, aber um diese Operationen zu finanzieren, ist es wichtig, dass eben auch die Europäische Kommission beweist, eine steuerliche Kapazität zu besitzen. Italien, ja, in Italien haben wir viel Erfahrung, sowohl was den Steuerbetrug betrifft, weil die Bekämpfung des Steuerbetrugs betrifft, aber eben auch das Steuerdumping und die Steuerhinterziehung betrifft. Die wichtigsten Ergebnisse, die erzielt worden sind, als wir viele Datenbanken miteinander vergleichen konnten. Und der Austausch zwischen IMS und eben der Steuerbehörde, ist die Sozialvorsorge, die Sozialvorsorgeanstalt und eben die Steuerbehörde. Als die sich ausgetauscht haben, haben wir eben vieles erfahren. Denn es gab viele Unternehmen, die eben ihre Steuern nicht zahlten. Und
Und als wir dann das Ganze geprüft haben, haben wir gemerkt, dass es in diesem Fall hauptsächlich um Hinterziehung ging. Und denn heute hätten wir auch, wenn wir Zugriff auf andere Datenbanken gehabt hätten, hätten wir noch mehr eben erreichen können. Wenn man alle diese Datenbanken zusammenwirft, dann kann man eben auch unnormale oder anormale Verhalten entdecken. Wenn jemand sehr hohe Ausgaben tätigt, aber ein sehr geringes Einkommen eben deklariert. Also der Kampf gegen den Steuerbetrug und die Steuerhinterziehung, die wird heutzutage eben durchgeführt, indem man einen Dialog aufbaut. Man muss nicht unbedingt eine einzige Datenbank aufbauen, aber und dieses Prinzip des Dialogs muss es auch auf europäischer Ebene geben. Das ist auch meine Erfahrung. Und zwar in den öffentlichen Verwaltungen in Italien. Denn wenn jemand unser Land verließ, dann haben wir plötzlich überhaupt keine Spuren mehr von dieser Person. Und das führt natürlich auch zu Betrug. Leute, die eben Arbeitslosengeld beziehen in einem Land und in einem ganz anderen Land arbeiten. Also auch hier bedarf es einer stärkeren Kooperation auf europäischer Ebene. Inwieweit es eine größere Aufmerksamkeit in Italien geben wird in Bezug auf die Umwelt. Ich glaube, dass im Moment eine größere Sensibilität besteht und dieses auch eben während des Lockdowns zum Beispiel ist zustande gekommen. Deswegen gibt es die Voraussetzungen, um eben auch in dieser Hinsicht besser zu werden und bewusster zu werden. Obwohl wir in Italien keine so markante Repräsentanz auf politischer Ebene haben wie in anderen Ländern. Aber ich möchte noch etwas ansprechen in Bezug auf die steuerliche Kapazität. Denn man sagt, das kann man europäisch lösen, weil zum Beispiel man neue Steuern eben einsetzen kann, Plastiktax, Carbon Tax und so weiter. Und ich glaube, da muss man aufpassen. Das sind wichtige Steuern, sehr wichtig, um eben die Umwelt zu verbessern, auch um eben abschreckende Maßnahmen zu ergreifen. Aber das hat nichts damit zu tun, die Steuereinnahmen zu erhöhen. Wir würden also gerne, dass diese Steuern gar kein Einkommen erwirtschaften. Denn wenn wir Steuereinnahmen auf europäischer Ebene wollen, dann müssen wir was anderes eben schaffen. All das, was wir heute auch diskutieren in unserem Appell, in unserem Aufruf. Und dann Einstimmigkeit. Natürlich ist das ein wesentliches Problem. Sehr wichtig, was der Kommissar Gentiloni sagte. Denn sonst wären eben einige Länder eben außerhalb gelassen. Aber es ist auch was Delikates, denn wir haben auch eben Schäden in Bezug auf die Konkurrenz, denn wir haben auch den Anteil des Arbeitsanteils. Und dieses hat mit dem Verhalten einiger großen Unternehmen zu tun. Und dieses Phänomen der Konzentration der Märkte ist ja sehr stark. Und das sieht man auf internationaler Ebene immer mehr. Die Europäische Kommission könnte also wirklich auf dieses Prinzip setzen, um eben mit Mehrheit diesen Entschluss zu fassen. Vielen Dank. Übrigens, es war eine Frage von Frau Spielhagen mit Blick auf Herrn Gentiloni. Er hatte angekündigt, dass wenn man sich weltweit nicht einigen kann, dass dann die Kommission nächstes Jahr, also ich gehe von 2021 aus, eigene Vorschläge einbringen wird. Hoffentlich werden Sie mutig sein. Sven, die Frage von Frau Young, Brigitte Young, wurde immer noch nicht beantwortet. Du machst es nächste Runde. Jetzt haben wir aber Christina mit uns, die direkt auch live jetzt eine Frage stellen kann. Christina. Sie können reden, wir hören Sie.
Ihr Mikro ist offen, Sie müssten sich eigentlich nur melden. Ansonsten, Marco Boato, möchten Sie? Sie können Ihr Mikro auf Sprechfunktion stellen und eine Frage stellen. Marco, dann gehen Sie. Fangen Sie an. Grazie, buonasera a tutti. Ja, danke und schönen guten Abend und Komplimente für dieses Webinar. Meine Frage ist eine einfache Frage und wäre eigentlich eine Frage an Paolo Gentiloni gewesen. Aber nun stelle ich die Frage an die zwei Moderatoren dieses Aufrufs, also an Sven Giegold und an Tito Boeri. Sie haben 5 Punkte angesprochen, die sehr wesentlich sind in diesem Aufruf, den ich auch unterzeichne. Ich hätte es gerne Paolo Gentiloni gefragt, aber jetzt bitte ich Sie. Welche realistischen Möglichkeiten gibt es, dass diese 5 Punkte ganz oder zum Teil von der Europäischen Kommission aufgenommen werden oder auch von den anderen europäischen Institutionen und in welcher Zeitspanne kann das passieren? Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Direkt an dich, Sven, diese Frage, wie realistisch ist es? Es gab eine ähnliche Frage schriftlich, woran scheitert zum Beispiel ein zentrales europäisches Register für Aktien? Also ich glaube, viele sehnen sich nach Antworten. Das sind alles gute Vorschläge. Allein mir fehlt der Glaube daran, dass sie jemals kommen. Ja, also erstmal damit Brigitte Young sich, was ich wirklich ungern auf mir sitzen lassen will, nicht beschwert. Ich hatte gehofft, dass Tito Boeri darauf eingeht, weil das auch eine Grundsatzfrage ist, wie man das mit der Vermögensbesteuerung hält. Aber ich kann das ganz klar sagen für uns. Wir waren immer für die Stärkung vermögensbezogener Besteuerungsformen. Das war nach der letzten Euro-Krise, haben wir als deutsche Grüne immer wieder darauf bestanden, dass es eine Vermögensabgabe gibt. Die hat im Übrigen den Vorteil, dass wenn man sie mit einem klaren Ziel verbindet, sie alleine im Bundestag beschlossen werden kann, was die ganze Sache im deutschen Umfeld deutlich realistischer macht. Jetzt muss man sehen, die Ungleichheiten, darauf hat vorhin auch der Kommissar und auch Tito Boeri hingewiesen, sind ja größer geworden, wenn auch in unterschiedlichem Umfange durch die Corona-Krise. Etwa diejenigen, die jetzt nicht von Home Office profitieren konnten, sondern einfach ihren Job verloren haben oder Minimaleinkommen vom Staat bekommen haben, die sind natürlich viel stärker betroffen als Leute, die von stabileren Einkommensquellen lebten. Daher ist auch die Begründung für eine stärkere Besteuerung der sehr ungleichen Vermögensverteilung, die ja gerade in Deutschland auch nochmal besonders ungleich ist, die ist stärker geworden. Allerdings gehören dazu immer 2. Im Moment gibt es im Bundestag keine Mehrheit dafür. Und im Bundesrat gibt es auch keine Mehrheit dafür. Für eine europaweite Vermögensabgabe, ich persönlich fände das sehr gut, nur setze das wieder voraus eine Einstimmigkeit der Staaten. Das ist so unrealistisch derzeit, dass es Substanz für Grundsatzprogramme ist, aber nicht für Tagespolitik. Deshalb in den Zielkanon gehört das. Politik für heute ist das noch nicht. Das heißt nicht, dass, aber ich gehöre ganz klar zu denen, die sagen, ja, wenn man die intelligent gestaltet, eine Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer, dann kann man sie so machen, dass sie investitionsfreundlich ist, also die Unternehmen nicht beim Investieren belastet, umgekehrt aber nicht einfach sagt, ja, weil es eben so viel privates Betriebsvermögen gibt, kann man Vermögen gar nicht besteuern, sonst ist das ein Anschlag auf den baden-württembergischen Mittelstand, ja, um Franziska etwas zu ärgern. Das kann man durch eine intelligente Gestaltung regeln, dafür sollten wir auch eintreten, aber das ist nicht für heute zur Umsetzung. Dann war die Frage, Marco, genau, realistische Möglichkeiten. Viele der Elemente, über die wir hier reden, sind ja schon im politischen Prozess. Wir haben ganz bewusst
jetzt nicht Sachen da reingeschrieben, die völlig im Irreales sind, sondern oft gibt es sogar schon die Vorschläge der EU-Kommission. Der Kommissar hat heute noch mal eine Sache sehr klar gesagt. Er wird Artikel 116 scharf stellen. Was bedeutet, wir werden Mehrheitsentscheidungen im Steuerbereich bekommen. Und das steht auch in unserem Ausruf. Das ist ganz zentral. Wo ich mir noch nicht so sicher bin, ist, wie laut er kämpfen wird. Also ich sage es mal so, zu dem, was ich von ihm gehört habe und von Ursula von der Leyen zum Thema Steuern in Europa, im Vergleich zu dem, was Moscovici und Juncker gesagt haben, da ist noch eine ganze Menge Abstand. Also Juncker und Moscovici haben das zu einem der zentralen Punkte gemacht, wo sie gesagt haben, da wollen wir Fortschritte sehen. Das habe ich so noch nicht in der Härte gehört. Und das bedeutet, wenn man etwas durchsetzen will gegenüber den Mitgliedstaaten, und in den letzten 5 Jahren haben wir große Fortschritte gemacht in Europa im Vergleich zu dem, was wir die 25 Jahre vorher alles nicht gemacht haben im Bereich Steuern, dann muss aber das Ambitionsniveau sowohl der Kommission als auch der zentralen Mitgliedstaaten, was sie in Europa da wollen, Italien, Frankreich, Deutschland, das muss deutlich lauter gestellt werden, damit man dann die Widerstände der Länder wie den Niederlande und andere, die ihre Privilegien verteidigen wollen mit ihrer Steueroase, damit man die gebrochen bekommt. Ja, herzlichen Dank. Ich nehme jetzt noch Monica Frassoni dran. Sie war jahrelang die Vorsitzende der Europäischen Grünen. Schön, dass du bei uns bist. Deine kurze Frage in die Runde. Du musst dich jetzt noch selber auf laut stellen, also unmuten, und dann kannst du reden. Monika. Ja. Mich hört ihr? Ja, können Sie mich hören? Yes, we can hear you. Ich wollte wirklich riesige Komplimente aussprechen für diese Initiativen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, dass Professor Boeri dabei ist, um ihm Folgendes zu fragen. Eines der größten Probleme unseres Landes ist die Kapazität der Ausgaben. Und dieses nicht nur hinsichtlich der europäischen Unterstützungen, sondern auch hinsichtlich dessen, was mit der administrativen Kapazität zu tun hat. Sie haben kurz darüber gesprochen, aber ich möchte, dass Sie das ein bisschen tiefer analysieren. Welche sind die Dinge, die getan werden müssen, und welche Bedingungen muss es geben auf europäischer Ebene? Denn ich glaube, es müssen Bedingungen geben, wenn es um die Gewährung von Fonds geht, insbesondere wenn sie durch den europäischen Haushalt kommen. Und welche Dinge müssen getan werden in Bezug auf unsere Verwaltung, auf unsere Bürokratie, damit das Ganze funktioniert? Und wenn du es mir erlaubst, Franziska, diese Probleme sind nicht nur administrativer Art, sondern sind politischer Art, denn wenn man eben heute liest, was man auch im Rahmen des Recovery liest, dann sehen wir, dass einige der grünen Punkte dabei sind, zum Beispiel, dass man etwas verschrottet, zum Beispiel Dieselfahrzeuge, oder dass was man eben bei der Energieeffizienz eben arbeitet. Es ist also nicht nur ein administratives Problem. Aber ich würde gern Professor Boeri bitten, dass er dieses etwas vertieft. Ja, herzlichen Dank, Monika, und schön, dass du heute dabei bist. Herr Boeri, wenn Sie mir erlauben, nehme ich noch eine Frage von Giuseppe dazu. Giuseppe, wollen Sie kurz Ihre Frage oder Ihren Kommentar auch sagen? Sie können sprechen. Sie sind laut. Ihr Mikro ist an. Sie müssten jetzt eigentlich nur losreden. Giuseppe? Wollen Sie etwas sagen? Sonst antworten Sie, Herr Boeri, und dann nehmen wir Ihnen nachher dran. Herr Boeri. Bene. No, innanzitutto vorrei ritornare su... Vorab möchte ich nochmal zurückkommen zur Vermögenssteuer auf europäischer Ebene.
Denn Sven hat eigentlich schon geantwortet, aber man muss immer dasselbe Verständnis haben von Vermögenssteuer, denn meistens gibt es ja flüssige Vermögen. Und in Italien ist es so, dass das private Vermögen, das private Reichtum, dass das Immobilien sind, dass es Häuser sind. Der Grund, weswegen es eine europäische Steuer geben muss, ist, dass es uns ermöglichen würde, dass eben Einkommen von einem Land zum anderen gehen, um eben Steuern zu hinterziehen oder Steuern zu vermeiden, weil eben einige Länder attraktiver sind für gewisse mobile Vermögen. Deswegen müssen wir uns koordinieren, damit das nicht passiert. Wenn aber Vermögen in Immobilien besteht, dann gibt es diese Möglichkeit nicht, sie von einem Land ins andere eben zu übertragen. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass es also vermögensbezogene Abgaben geben muss, insbesondere jetzt auch nach dieser Krise, wo wir eben auch eine große Verschuldung haben. Ich glaube, dass eine Initiative dieser Hinsicht wichtig ist, insbesondere wenn es eben um mobile Vermögen geht und dass dieses aber im Rahmen der einzelnen Länder bleiben muss. Da braucht man nicht unbedingt eben einen europäischen Ansatz, wenn es um Immobilien geht. Entschuldigung. Mit Bezug auf die Frage, die sehr gut gestellt worden ist, das heißt, die italienische Regierung hat die Fähigkeit, Italien hat die Fähigkeit, die Gelder auszugeben, die Italien bekommen wird. Und es geht um sehr hohe Beträge im Rahmen des Recovery Funds. Und die Europäische Kommission muss natürlich Bedingungen stellen. Ich würde aber nicht von Konditionalitäten sprechen, denn das führt uns zu anderen Gesprächen. Denn die Situation ist auch sehr unterschiedlich. Denn dann denkt man immer an die Troika, dann denkt man an Austerity, was eben den anderen Ländern auferlegt wird. Das ist ja eine Erfahrung, die wir in Griechenland erlebt haben. Und das ist aber nicht die heutige Situation. Denn natürlich muss Europa solidarisch sein. Und das ist ja auch in unserem Appell schwarz auf weiß festgelegt. Das ist eine Pandemie, ein Schicksal, was eben uns getroffen hat, aber alle gleichermaßen getroffen hat. Und deswegen müssen wir eine gemeinsame Antwort auch liefern. Das ist der Geist, mit dem eben wir eben diese Initiative ins Leben gerufen haben. Aber ich bin einverstanden, dass der Europäische Kommission ein besonderes Augenmerk auf diese Gelder lenken muss. Denn es geht um viel Geld, auch eben ohne Rückzahlung zum Teil. Und dieses aber natürlich anhand der Prioritäten, die von den nationalen Regierungen festgelegt werden. Aber natürlich muss kontrolliert werden, dass eben diese Summen wirklich auch benutzt werden für das, was die Regierungen auch erklären. Denn eins der Probleme ist, dass es manchmal eben Regelungen gibt, die dann Auswirkungen mit sich bringen, die ganz anders sind als das, was die Absicht war des Gesetzgebers. Also die Unterstützung Europas ist eine sehr wichtige Hilfeleistung, hat auch mit Targeting zu tun. Man muss wirklich die richtigen Leute erreichen, die Unternehmen, die Territorien, die man eben erreichen möchte mit dieser Politik. Also natürlich, wir heißen eben diese Unterstützungen willkommen, aber natürlich im Rahmen der Prioritäten. Aber natürlich bin ich auch besorgt in Bezug auf unsere administrative Fähigkeit, auf unsere Verwaltungskapazitäten. Es gibt Fortschritte in Bezug eben auf die Verwaltung, obwohl es noch sehr viel zu lernen gibt. Das haben wir auch vor kurzem erlebt. Denn die Zeiten sind viel zu lang, wenn es darum ging, eben auch Notmaßnahmen einzuleiten. Aber es gibt ja auch dann die Seite der Investitionen.
Und hier muss es eben zu Ausschreibungen kommen und da muss man Konkurrenzregeln auch respektieren. Man muss Kontrollen durchführen, damit auch alles legal durchgeführt wird. Denn in Italien haben wir eine Zerbröckelung eben der Ausschreibungen. Wir haben so viele Verwaltungen, zu viele, die autonom diese Ausschreibungen eben managen können. Und das ist etwas Komplexes. Dazu braucht man auch Zuständigkeiten und man muss sehr, sehr aufpassen. Das können diese Verwaltungen zum Teil nicht. Deswegen müssten wir versuchen, diese Mechanismen besser zu managen, wenigstens auf Provinzebene. Und das würde uns die Möglichkeit geben, schon schneller zu regieren bei öffentlichen Investitionen und auch bei den Kontrollen. Denn manchmal gibt es keine Kontrolle und das ist natürlich für einige eine ideale Lösung, aber nicht für unser Land. Denn man muss die Fähigkeit zustande bringen, dass wirklich auch öffentliche Ausschreibungen ernsthaft durchgeführt werden. Eine ganze Reihe an Fragen, deswegen gehe ich jetzt mal ganz kurz rein, weil ich sicher gehen möchte, dass die auch noch drankommen. Herzlichen Dank. Die Fragen, nach welches Niveau zentral delegiert ist, ist eine spannende Frage in föderalen Systemen, auch bei uns in Deutschland nicht ganz unstrittig immer. Und vielleicht noch an Monika mit Blick auf auch die Ökokonditionalität oder mit Blick aufs Klima, kann Sven auch noch was dazu sagen, setzen wir uns natürlich ein dafür, dass es nicht nur auf dem Blatt dem Klimaschutz dienen soll, in den schönen Reden, sondern wirklich am Ende auch die Wirtschaft von morgen finanzieren muss. Giuseppe, wir versuchen es noch einmal. Sie können jetzt eigentlich sprechen, wenn Sie wollen. Sonst würde ich als Letzten noch Pietro dran nehmen und dann die letzten schriftlichen Fragen nochmal aufrufen. Giuseppe, sind Sie jetzt da? Ansonsten, Pietro, könnten Sie sich Ihr Mikro anstellen und etwas sagen oder fragen? Pietro Arcoria hatte sich noch gemeldet. Ist nicht da. Dann lese ich mal noch eine Reihe von Fragen vor, die wir hier bekommen haben in der Zwischenzeit. Hängt der Steuerbetrug nicht auch damit zusammen, dass die Steuergesetzgebung zu komplex ist? Brauchen wir nicht also eher einen Bierdeckel und könnten uns damit dann viel anderes ersparen? Mit Blick auf die Brexit-Schwierigkeiten wird nicht Irland zur Umgehung genutzt werden? Was kann man da präventiv dagegen schon tun, damit die Firmen sich nicht einfach alle umlokalisieren und dann weitermachen? Eine Frage zu den großen Accounting Firms, spezifisch genannt wird Ernst und Young. Es wird dort argumentiert, dass diese Firmen Teil oder Beratung leisten würden mit Blick auf Steuerbetrug und Steuerdumping. Wie kann man sie mehr in die Pflicht nehmen? Braucht es nicht dort vielleicht sogar eine Breaking Up, also eine Zerschlagung dieser Firmen, oder braucht es eine andere Gesetzgebung, die sie eher und stärker kontrolliert? Und dann gab es noch eine Frage, die mir jetzt gerade übersetzt wurde. Ich lese sie deswegen jetzt hier aus meinem Handy übersetzt vor. Mit Blick auf den Brexit, auch die Sprachen und die, inwieweit wir insgesamt mehr übersetzen müssen, Sprache bekannt machen müssen, also vielleicht auch nicht hier im Finanzsprech reden, sondern so, dass es alle verstehen, dass man dann vielleicht eher Mehrheiten dafür bekommt. Und dann gab es eine ganz konkrete Frage, inwieweit wir vielleicht eine minimale Einkommensbesteuerung, eine europäische, brauchen. Der Vorschlag war zum Beispiel 0,5%, die alle Europäer überall Einkommensteuer zahlen müssten. Natürlich anrechenbar, damit man eine gemeinsame Einkommensquelle hat. Das ist noch eine sehr präzise Frage. Ich glaube, die Frage der Sprache ist nicht ganz irrelevant mit Blick auf, wie kriegen wir Mehrheiten für das Thema und wie stellen wir sicher, dass am Ende alle mitmachen. Sven, möchtest du beginnen?
Oder Herr Boeri, möchten Sie beginnen? Wer von Ihnen möchte anfangen? Sven, los. Okay, also ich versuche das kurz. Also erstmal Steuervereinfachung. Eine meiner früheren Taten war, dass ich mal ein Konzept mitgeschrieben habe für eine solidarische Einfachsteuer. Also ich bin sehr für Steuervereinfachung, aber man kann nie so einfach werden, wie Betrüger kriminell sind. Und das bedeutet, wenn mit einem Nullsteuersatz kann man mit Einfachheit nicht konkurrieren. Und alle Daten zeigen das auch. Der Grund für Steuerkriminalität liegt nicht in Steuerkomplexität. Steuerkomplexität ist ein Nachteil, weil es gerade kleinere Unternehmen trifft, weil es Personen nervt. Es gibt viele gute Gründe, warum man versuchen sollte, das Steuerrecht nicht so kompliziert zu machen wie das deutsche. Aber gegen Steuerkriminalität kommt man damit nicht an. Da braucht es harte Regeln und Durchsetzung der Regeln, internationale Kooperation. Also wer das Risiko eingeht, sein Geld in einer Steueroase zu verstecken, der macht sich nicht Sorgen um Steuerkomplexität. Irland, ja, völlig zu Recht. Allerdings wird oft vergessen, für Unternehmen ist das größte Steuerloch, sind die Niederlande. Und Irland ist neben Luxemburg und noch einigen weiteren Staaten, wie meine Lieblingssteueroase Malta, im Bereich der Unternehmensbesteuerung sicherlich ein großes Problem. Aber man brauchte den Brexit nicht dazu, um jetzt da besorgt zu sein, sondern wir haben einfach, Irland hat ein einzigartiges Ökosystem geschaffen, um großen Unternehmen das Steuerverkürzen leicht zu machen. Das haben auch ein paar andere Länder gemacht. Und genau darum geht es, wenn wir über europäische Mindeststeuersätze und gemeinsame Bemessungsgrundlagen reden. Und da kann man nur eins sagen, ohne politischen Konflikt wird man das nicht lösen können. Und es kann auch sein, dass Länder, die sich so weitgehend auf ein Geschäftsmodell eingestellt haben, dass man denen auch mit Übergangsfristen und Ähnlichem entgegenkommen muss. Das kann man nicht von heute auf morgen sagen. Immerhin ist der Steuerwettbewerb in Europa ja über Jahrzehnte von allen für toll gefunden worden, mit kleinen Ausnahmen. Insofern, klar, braucht es Trennung von die Wirtschaftsprüfer. Wirtschaftsprüfung ist ein anständiger und wichtiger Beruf. Wirtschaftsprüfung schafft ein öffentliches Gut, nämlich testierte Bilanzen. Aber die großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen sind ein hochkonzentriertes Oligopol für die Prüfung der großen Unternehmen und sie haben einen Interessenskonflikt, weil sie gleichzeitig testieren und beraten. Und wir als Grüne sind ganz klar, dass das getrennt werden muss, und zwar nicht nur innerhalb der Unternehmen, sondern auch richtig am Unternehmen. Das heißt, wer ein Unternehmen testiert, darf nicht gleichzeitig beraten. Und wir brauchen auch bei den Testaten, haben wir immer wieder große Qualitätskonflikte und Probleme, weil die Testate nicht so streng sind, weil ja der Auftraggeber für das Testat gleichzeitig das Unternehmen ist, was testiert wird und den Auftrag vergibt an den Wirtschaftsprüfer. Und daher ist dieses Thema Wirtschaftsprüfung ein ganz heißes Eisen. Wir haben das als Grüne hoch auf unserer Agenda. Aber es geht da nicht alleine um die großen vier, sondern es geht auch um die Interessenskonflikte zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen plus dem Interessenskonflikt, dass derjenige, der den Wirtschaftsprüfer bestellt, derjenige ist, der auch überprüft wird. Und da haben wir ein Problem und das muss gelöst werden. Eine europäische Einkommensteuer, gut. Also ob jetzt jeder 0,5% persönlich zahlt oder ob man das über die Verbeitragung der Mitgliedsländer löst. Also für mich wäre das jetzt mehr im Bereich der Symbolik. Was wir sehr stark richtig finden, sind europäische Steuern. Europa braucht eigene Steuereinnahmen, damit nicht mehr
die Gemeinschaftsinvestitionen, die Europa braucht, abhängig sind von der Beitragszahlungskapazität der Mitgliedstaaten. Und jeden Schritt, den wir machen können für intelligente Gemeinschaftssteuern, eine echte Finanztransaktionssteuer zum Beispiel oder echte ökologische Steuern, das sind Schritte nach vorne, um Europa mehr in die Lage zu versetzen, die notwendigen Gemeinschaftsgüter auch zu bezahlen. Herzlichen Dank. Tito Boeri, bitte, und dann mache ich die letzten paar Fragen. Wie immer muss ich sagen, dass Sven wunderbar geantwortet hat auf die Fragen, die gestellt worden sind. Und das, so brauche ich das nicht tun. Was ich sagen möchte, ist, dass die Komplexität der Steuersysteme hoch ist. In meinem Land ist sie sehr hoch, diese Komplexität. Und das kann natürlich nicht rechtfertigen, dass es eben dadurch zu Hinterziehung kommt oder zu unlauteren Verhaltensweisen. Aber die steuerliche Komplexität macht eben es schwieriger, eben diese Steuerhinterzieher ausfindig zu machen. Ich habe das ja vorher angesprochen auch. In diesem Fall kann man aber auch in einem komplexen System arbeiten, wenn man zusammenarbeitet. In Italien zum Beispiel auch in Bezug auf die Ausgabenkapazität. Man muss die Kooperation unter den verschiedenen öffentlichen Verwaltungen eben stärken. Wer im Öffentlichen arbeitet, der muss wissen, dass er zu einer einzigen Maschine gehört. Und das gilt sowohl für die Zentralverwaltung als auch in den Beziehungen zwischen den dezentralisierten Verwaltungsrahmen. Denn die einzelnen Manager, die Bürokraten und so weiter, die müssen das verstehen. Sie müssen sich als ein Teil des Ganzen fühlen, diese Manager. Und heute ist das nicht so. Jeder schützt und verteidigt seinen eigenen Garten sozusagen. Und ich glaube, dass man also nicht die Steuern vereinfachen muss, um gegen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung anzugehen. Aber es ist wichtig eben den Leuten beizubringen, dass der Fiskus eben auch transparenter sein kann, dass er fairer sein kann, um zu erklären, was wir auch wirklich tun. Denn viele Bürger, die in der Vergangenheit Steuern hinterzogen haben, die öffentliche Gelder gesehen haben, die eben genutzt worden sind, um die Ärzte zu bezahlen jetzt in dieser Pandemie, ich glaube, dass sie sich ein paar Gedanken gemacht haben. Und wenn wir wirklich sagen, dass eben die Gelder, die durch Steuereinnahmen einfließen, auch richtig ausgegeben werden, dann können wir auch die Steuerhinterziehung besser angehen und besser bekämpfen. Und noch eine Bemerkung in Bezug auf die europäischen auf eine europäische Besteuerung. Ich glaube nicht, dass man langfristig Instrumente wie Recovery Funds finanzieren kann mit Beiträgen von den einzelnen Ländern. Das wäre nicht funktionell. Und das würde die Europäische Kommission immer in eine sehr fragile Lage versetzen. Man muss immer sehr langfristig denken. Natürlich, der Kampf eben, um die Umwelt zu verbessern, ist nicht etwas, was wir eben bei jedem Haushaltsbeschluss verhandeln und diskutieren müssen. Denn das ist langfristig. Aber gleichzeitig müssen wir uns auch in die Lage der Bürger versetzen. Denn sie haben lokale Steuern, sie haben kommunale Steuern, sie haben regionale Steuern, dann haben sie nationale Steuern. Wollen wir noch eine weitere Ebene hinzufügen, eine europäische Steuer? Das würde vielleicht dazu führen, dass Europa nicht als etwas sehr Gutes eben empfunden wird, als ein Gut.
Ich glaube, dass die Logik, die man verfolgen muss, folgende ist, dass man eben die Bemessungsgrundlage, die muss man verändern. Und das ist ja auch eben das, was unser Aufruf sagt. Wir müssen bei den mobilen Einkommen anhaken. Man muss verhindern, dass Unternehmen sich in einem gewissen Land niederlassen und dort sehr weniger Steuern bezahlen als anderswo. Man muss das auch den Verbrauchern klar machen. Solche Prinzipien, solche Grundsätze muss man anwenden. Und das kann man natürlich nur mit einer europäischen Koordinierung machen. Das ist ganz wesentlich. Aber das bedeutet nicht, dass man noch weitere Lasten hinzufügt, sondern das trifft eben auch die eben der Besteuerung aus dem Weg gehen. Nicht, weil sie sich illegal verhalten, sondern weil es eben keine Kooperation zwischen diesen Ländern gibt, um diese Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Ja, herzlichen Dank. Ich mache jetzt die letzte Runde noch mal kurz an präzisen Fragen. Sven, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie wir uns als Grüne vorstellen, dass Next Generation EU wirklich verbindlich an Klimaschutz gekoppelt ist, weil da mehrfach jetzt die Frage kam, wie das denn rechtlich sichergestellt werden kann. Dann nochmal die Frage an Sie, Herr Boeri, mit Blick auf Italien und Vermögensbesteuerung. Sie haben gesagt, das sind Land, Immobilien, deswegen schwieriger. Aber was ist, wenn diese genutzt werden für Finanzspekulationen? Wie kann man sie denn dann trotzdem besser besteuern? Und Sven, eine Frage an dich mit Blick auf die Minimumbesteuerung, die globale Initiative, die ja auch aus Deutschland kommt, auch im Rahmen des nächsten halben Jahres sicherlich nochmal vorangebracht werden wird. Wir haben vorhin von Herrn Gentiloni gehört, dass er danach, wenn es nicht klappen sollte, in dem nächsten halben Jahr einen europäischen Vorschlag macht. Inwieweit hältst du es denn für möglich, da etwas hinzubekommen? Und wäre es trotzdem nicht besser, vielleicht mit einigen voranzugehen am Ende? Und dann ist eine Frage, die ich wieder mit Blick auf den von dir schon erwähnten AK3 bei uns nochmal nennen möchte. Wie wäre es denn, wenn man die komplette Transparenz aller Firmen, Finanztransaktionen verpflichtend gesetzlich regeln würde, also dass alles, was nicht transparent ist, sofort illegal wäre und man dadurch nochmal eine ganz andere Handhabung haben könnte gegenüber Nicht-Transparenz? Also die Frage, welche Rolle spielt Transparenz? Wo brauchen wir noch Transparenz oder haben wir jetzt eigentlich alles, was wir brauchen? Ich glaube, das ist nochmal eine ganze Frage. Hier ist nochmal etwas Längeres auf Italienisch, das sind aber auch eher Statements, vielleicht können Sie die sich nochmal durchlesen. Und dann gab es nochmal die Frage mit Blick auf die Verbesserung von ineffizienten öffentlichen Strukturen, zu viel Bürokratie in Italien. Wahrscheinlich ist es nicht nur in Italien eine Herausforderung, aber auch da die Frage an Sie, Herr Boeri, an dich, Sven. Was kann denn da Europa überhaupt tun? Welche Reformen kann man da vorantreiben? Gibt es darauf auch Antworten? Und dann am Ende noch mal ein Kommentar mit Blick auf unser deutsches Grundgesetz, Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Danke für diesen Hinweis. Wie könnte man diesen Absatz konsequenter umsetzen? Herr Boeri, wollen Sie jetzt anfangen, dann endet Sven. Ich glaube, er hört noch die Übersetzung. Herr Boeri, würden Sie antworten? Ja, gerne. Ich antworte auf die zwei Fragen, die mir gestellt worden sind und ich möchte wirklich Komplimente ausdrücken, auch für die Qualität der Fragen, denn es sind wirklich relevante Fragen, die gestellt worden sind. Also die Besteuerung der Immobilien, denn per se, grundsätzlich sind sie einfacher zu besteuern, diese Vermögen.
Denn es ist ja nicht möglich, diese von einem Land ins andere zu transferieren. Aber es ist sehr schwierig und das könnte auch zu Liquiditätsproblemen führen der Leute, wenn wir diese besteuern. Denn man könnte diese Häuser, diese Immobilien auch nicht so schnell und einfach verkaufen. Das müssten also all dieses Überleben eben mit ihren normalen Einkommen. Und das würde die Familien in große Schwierigkeiten versetzen. Es gibt sehr viele Beispiele in Italien von älteren Leuten, die eben house rich sind, aber cash poor sind. Also wenig Cash haben, aber eben ihr eigenes Haus besitzen. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen, wie man vorgeht. Da muss man wirklich aufpassen. Was eben die Bürokratie anbelangt, ja, exzessive Bürokratie, das stimmt. Aber man muss das auch richtig sagen, denn Bürokratie bedeutet alles und nichts. Meines Erachtens ist es so, dass die stärksten Probleme, die größten Probleme, die es eben in einer Staatsmaschine gibt, die haben nicht unbedingt nur mit der Bürokratie zu tun, sondern haben mit der Verflechtung zu tun zwischen den Verwaltungen und den Gesetzen, mit diesem Zwischenschritt, sobald eben ein Gesetz erlassen wird und dann umgesetzt wird. Und in dieser Passage gibt es so viele Elemente, die eben verhindern, dass das Gesetz so umgesetzt wird, wie eben der Gesetzgeber es wollte. Und die Personen sind das Ausschlaggebende dabei. Denn es gibt eben etwas, was zwischen der Politik und der Bürokratie steht. Und diese Personen agieren auf Mandat eben der Politik, vertreten aber nicht die ethischen Aspekte, sagt also dem Politiker nicht, du machst gerade einen Fehler. Wenn du diese Ergebnisse erzielen möchtest, dann geh nicht so vor, denn du kennst ja diese Maschine nicht. Du stellst dir also eine ganze Reihe von Fragen nicht. Und da muss man eingreifen, an dieser Passage. Denn jedes Mal, wenn es eine neue Vorschrift gibt, dann muss man sich an einen Tisch setzen. Und das muss auch der Politiker tun. Der darf niemanden eben damit beauftragen. Denn der Politiker muss wissen, wie die Dinge umgesetzt werden. Und natürlich auch die Verwaltung und andere Parteien, eben andere Stakeholder, müssen an demselben Tisch sitzen. Wir stellen nicht in Frage die politische Entscheidung, aber man muss versuchen zu verhindern, dass eben politische Entscheidungen zu langer Zeit bedürfen, um umgesetzt werden. Oder dass eben das Ganze nicht so funktioniert, wie man dachte. Also anstatt immer gegen die Bürokratie zu sprechen, sollte man an diesen Mechanismen arbeiten. Und Europa kann uns da behilflich sein. Denn Europa ist so vielfältig, dass es eben Verwaltungen hat, die gut funktionieren. Und wir können von den anderen lernen. Wir haben negative Erfahrungen und positive Erfahrungen. Und aus beiden kann man lernen. Und auch auf dieser Ebene müsste man kooperieren, stärker kooperieren. Herzlichen Dank. Wir vielleicht keine europäischen Steuern brauchen. Ich glaube, da gilt das gleiche Argument wie sonst auch immer mit Blick auf die europäische Ebene. Sie kommt dann ins Spiel, wenn die nationalen Ebenen alleine es nicht mehr können oder es nicht gut genug können. Und da gibt es unserer Meinung nach ja einzelne Bereiche, wo wir der festen Überzeugung sind, dass um überhaupt die Steuereinnahmen für uns alle zu erhalten, eine europäische Steuer durchaus Sinn machen würde. Aber vielleicht sagt dazu auch noch mal Sven Giegold etwas, auf jeden Fall eine spannende Debatte über die Frage, welches Niveau. Ich bin völlig einverstanden mit dem, was Sie sagen, denn sonst hätte ich diesen Aufruf auch nicht unterzeichnet. Also die europäische Initiative ist eine Möglichkeit, um eben Steuergrundlagen zu schaffen. Aber wir wollten keine vierte, fünfte Ebene hinzufügen. Versammeln können. Sven, du hattest auch noch eine Reihe an Fragen und dann kommen wir auch zum Schluss. Herzlichen Dank, Sven, dass du jetzt noch einmal die letzten Fragen einsammelst und beantwortest.
Ja, also erstmal im Bereich der globalen Mindestbesteuerung von Unternehmen. Es war ja so, die letzte Kommission hatte einen Vorschlag vorgelegt für eine Digitalbesteuerung. Die hätte uns nur durch die Besteuerung der Umsätze der großen Digitalkonzerne, alle Start-ups, kleinen, mittleren, ausgenommen, 5 Milliarden Euro pro Jahr gebracht. Dann kam die deutsche Bundesregierung und hatte Angst vor der Kritik aus Amerika, weil das auch, nicht nur, aber auch amerikanische Firmen, die in Europa agieren, aber praktisch keine Ertragssteuern bezahlen, betroffen hätte. Jetzt haben wir 2 Jahre verloren und jetzt, also 10 Milliarden Euro haben wir denen geschenkt. Die hätten wir gut gebrauchen können für viele schöne Dinge in Europa. Und jetzt geht die Diskussion los. Jetzt kommt die Frist, die wir uns gesetzt haben, Ende des Jahres. Aber es ist so schwierig, da eine Vereinbarung zu treffen. Ach, wirklich? Große Überraschung. Das war völlig klar. Wenn wir in Europa nicht anfangen damit, dann kriegen wir auf globaler Ebene auch keine Vereinbarung. Im Übrigen in Amerika haben die einfach eine Steuerreform gemacht. Trump hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine große Unternehmenssteuerreform gemacht. Glaubt ihr, der hat irgendwen in Europa um Erlaubnis gefragt und gesagt, ich mache keine Steuerreform in Amerika. Wer weiß, was meine Freunde in Europa dazu denken? Hier. Und das ist das Problem. Wenn Europa nicht selbstbewusst genug ist, zu sagen, hier ist eine Ungerechtigkeit in unserem Unternehmenssteuerwesen, das regeln wir und gleichzeitig versuchen wir auf globaler Ebene möglichst eine internationale Lösung zu finden. Natürlich ist in der globalen Wirtschaft besser, digitale Unternehmen global zu besteuern. Aber wenn man das nicht macht, dann bekomme ich keine Lösung. Und genau so wird es jetzt auch kommen. Wir werden bis Ende des Jahres nichts bekommen und ob wir nächstes Jahr was bekommen, steht völlig in den Sternen. Wenn man europäisch von Souveränität spricht, dann muss man sich auch trauen, im digitalen Raum zu besteuern. Weil diese Einkünfte können Europa nicht verlassen, weil die Umsätze wollen ja hier gemacht werden. Und deshalb haben wir hier eine Besteuerungsbasis, die bisher nicht besteuert ist, ganz im Sinne von dem, was Tito Boeri gesagt hat, die wir eben in Europa vernünftig besteuern können. Also ich ärgere mich ohne Ende über diese Geschichte, gerade auch, weil das so stark aus Deutschland ausgegangen ist. Italien, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Polen, alle wollten mehr als Deutschland. Und Deutschland hat es durchgesetzt, diese ganze Sache in Europa zu verschieben. Also ich kann mich da länger noch drüber aufregen, das erspare ich jetzt dem Publikum aus Zeitgründen. Bei den Transparenzfragen ist es so, es gibt natürlich die radikaleren Vorschläge wie in Schweden oder Finnland. Da geht man zum Nachbarn, zum Steuerbehörde und fragt, was hat der Nachbar an Einkommensteuer bezahlt, was hat das Unternehmen bezahlt, kann ich das nachschlagen? Das geht mir, ehrlich gesagt, das ist mir bei unserem Späßchen mit dem AK3 zu weit. Ich möchte nicht, dass man über jeden Nachbarn einfach einsehen kann, in welchen Vermögensverhältnissen die Person ist. Das bringt auch Risiken mit sich in Gesellschaften, die relativ gewaltfrei sind, vergleichsweise wie Skandinavien, mag das auch leichter sein. Aber davon halte ich nichts. Wofür wir sind, ist, dass die Großunternehmen nach Ländern offenlegen müssen, wo sie wie viel Umsätze machen, wie viel Gewinne erwirtschaften und wie viel Ertragssteuern bezahlen. Weil diese Informationen sind genau die gleichen, die man auch bei den normalen Abschlüssen von kleinen und mittleren Unternehmen öffentlich erfragen kann. Wenn die nur in einem Land wirtschaften, dann erfahre ich, was hat mein Mittelständler in Italien, in Deutschland und so weiter bezahlt. Von einem Großunternehmen erfahre ich das nur als eine globale Zahl. Das kann man verbessern. Die Daten sind sowieso vorhanden, weil die den Steuerbehörden übermittelt werden müssen. Und wir wollen, dass die veröffentlicht werden, wie auch die EU-Kommission. Wir fordern das in unserem Aufruf, dass das für alle veröffentlicht wird. Aber jetzt nicht, dass jeder sich vor der Öffentlichkeit vollständig nackig machen muss. So, dann war da noch die Frage nach den Klimabedingungen. Und da ist es jetzt so, dass wir grundsätzlich die Regel haben, dass besonders gestärkt werden sollen Ausgaben,
die Klimaschutz und Digitalisierung voranbringen und dass für alle anderen Sachen ein Do-No-Harm-Principle gelten soll. Also das heißt, bei dem neuen Wiederaufbaufonds, dass man keinen Klimaschaden anrichten darf. Das ist aber keine besonders starke Auflage und zudem soll das auch nur gelten für den neuen Corona-Wiederaufbaufonds, für den alten EU-Haushalt nicht. Das heißt, man könnte also weiterhin schädliches, klimaschädliches mit EU-Geldern finanzieren, sofern das im alten EU-Budget, also im Rahmen des mittelfristigen Finanzrahmens passiert, der nicht Corona-bezogen ist. So, was wir natürlich wollen, ist, dass generell klimaschädliche Investitionen ausgeschlossen sind von dem, was mit EU-Geldern finanziert werden kann. Was ich aber noch wichtiger finde, ist, im Moment sieht es für mich so aus, dass wir zwar einen guten Corona-Wiederaufbaufonds hinbekommen, Details mal beiseite, da muss man über viele Details reden, aber dass die Klimapolitik insgesamt schärfere Ziele bis 2030, dass das leidet. Also ich merke, dass bei der deutschen Ratspräsidentschaft in der Planung die Bedeutung des Klimaschutzes sinkt, dass in der Rhetorik der Kommission das nicht mehr genauso scharf gestellt ist. Und man kann gar nicht ein so gutes EU-Budget aufstellen, dass man ausgleichen kann, wenn die Ambition bei ökologischer Steuerreform, Klimaregulierung, Klimagesetzen abnimmt. Und das dürfen wir weder der Bundesregierung noch der EU-Kommission, auch nicht dem Rat durchgehen lassen. Während der deutschen Ratspräsidentschaft muss nicht nur der MFF, also das neue EU-Budget beschlossen werden und der Brexit geregelt werden, sondern auf der gleichen Prioritätenebene muss der Green Deal und die Verschärfung der europäischen Klimaziele stehen. Und da ist es im Moment nicht. Und da haben wir in Berlin und in Brüssel noch einiges zu tun. Ja, herzlichen Dank, Sven. Wir als Grüne wollen, dass die deutsche Ratspräsidentschaft zur Klimapräsidentschaft wird. Und wie du gesagt hast, es stehen einiges an Gesetzgebungsprozessen an. Klimaschutzgesetz, ich sage mal Stichwort Kreislaufwirtschaft. Auch dort sind gesetzgeberische Maßnahmen vorgesehen. Das heißt, diese gesamten Bereiche dürfen nicht untergehen in der Corona-Bekämpfung und in dieser Phase jetzt im nächsten halben Jahr. Ich glaube, das ist wirklich eine der Aufgaben, nicht nur zu gucken, dass das Geld richtig ankommt, sondern auch der gesetzliche Rahmen dafür stimmt. Und dafür brauchen wir eine deutsche Klimaratspräsidentschaft. Ich möchte jetzt gar nicht lange zusammenfassen, aber vielleicht am Ende nochmal darum bitten, wir haben heute ganz viel über politische Mehrheiten gesprochen. Und dass diese Maßnahmen eigentlich ja von fast allen geteilt werden und kaum einer jetzt hier widersprochen hat oder auch sonst öffentlich großartigen Widerspruch gibt und wir trotzdem sie seit Jahren immer noch nicht haben umsetzen können. Von daher glaube ich, ist es eine Aufgabe für uns alle, dafür mehr Druck aufzubauen aus der Gesellschaft heraus, dass wir diese Ziele erreichen. Von daher hier nochmal der Link für den Aufruf. Nehmen Sie ihn mit, teilen Sie ihn in Ihren sozialen Netzwerken, teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und bitten Sie darum, ihn wirklich weiterzuteilen, zu unterzeichnen. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Chance, hier voranzukommen. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit und der Handlungsmöglichkeiten nächster Generationen. Wir können es uns einfach als Gesellschaft nicht mehr leisten, Milliarden über Milliarden jedes Jahr zu verlieren an Kriminelle, die diese Gelder am Staat vorbei ihm entziehen. Das ist einfach nicht mehr akzeptabel und wir brauchen dafür mehr öffentlichen Druck. Ich danke ganz herzlich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, alle für ihre regen Fragen, Anmerkungen. Wir konnten fast alle beantworten. Die nächsten teilweise können Sie sonst auch gerne uns, Sven Giegold, mir, bestimmt auch Herrn Boeri, e-mailen. Wir antworten dann auch gerne, wenn etwas nicht beantwortet wurde. Schicken Sie uns auch gerne Ideen oder Wünsche für nächste Webinare, was Ihnen unter den Nägeln brennt, wenn Sie Interesse daran haben, uns etwas mitzuteilen. Wir freuen uns drüber. Ganz herzlichen Dank, Herr Boeri, für Ihre Zeit, für Ihre Mitarbeit an dem Aufruf. Ganz herzlichen Dank, Sven, für dich, deine Arbeit. Wir bleiben dran, für ein gerechteres Europa, jeden Tag ein Stückchen weiter. Und
Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend. Genießen Sie es, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.